Herzlich willkommen an Sie alle zu Kraichgau auf Ziel. Wir starten mit einem sehr anspruchsvollen Programm, mit einer Netzwerkveranstaltung. Und ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Allendorf-Ostwald und Herr Professor Hart die Initiative hier ergriffen haben in Bruchsal und für den Kraichgau alle Hochrisiko- oder kardiovaskulären Hochrisikopatienten auf Ziel zu bringen. Und ich wünsche Ihnen allen eine interessante Veranstaltung. Und Ihnen beiden viel Erfolg bei Ihrer Initiative. Ja, vielen Dank, Frau Löhlein. Auch von uns beiden ein herzliches Willkommen. Danke auch an die DGFF, die uns diese Veranstaltung ermöglicht und organisiert hat. Frau Löhlein hat da sehr viel Zeit und Nerven rein investiert. Als wir im Herbst die Kick-Off-Veranstaltung hatten im kleinen Rahmen, haben wir noch überlegt, ob wir die Veranstaltung rein in Präsenz machen oder ob wir doch das etwas aufwendigere Hybridformat wählen. Jetzt sind wir froh aufgrund der Entwicklung der Corona-Zahlen. Hier im Saal haben wir doch relativ wenige. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie trotz Corona gekommen sind. Und vielen Dank an alle, die uns jetzt online verfolgen. Ein paar organisatorische Sachen noch. Wir werden jetzt gleich mit den Vorträgen starten. Die Möglichkeit für Fragen besteht, wenn Sie ganz akut zu dem Vortrag sind, natürlich direkt im Anschluss an den Vortrag oder auch für die Online-Teilnehmer im Chat. Ansonsten haben wir hinterher ja noch den Diskussionsblock, wo wir gerne auch allgemeine Fragen, die nicht unmittelbar mit den Vorträgen zusammenhängen, diskutieren können. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich übergeben an Professor Weingärtner beziehungsweise an meinen Kollegen, der ihn anmoderiert. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich sehr, dass wir hier diese schöne Netzwerkveranstaltung in der Region initiieren konnten. Vielleicht sollte man an der Stelle auch noch mal die Mitglieder vom Expertenpanel vorstellen, oder? Das wäre vielleicht auch noch mal eine gute Sache. Das ist zum einen Thomas Vollmer, niedergelassener Angiologe hier in Bruchsal, der eben auch von der angiologischen Seite her im ganzen Projekt mit eingebunden ist. Das ist Kai Weinmann. Er ist niedergelassener Kardiologe in Pforzheim, aber auch in der Klinik in Pforzheim tätig, als Sektionsleiter dort und hat eben die Nische und die Schlüsselposition zwischen ambulanter und stationärer Versorgung auch mit abgedeckt. Und ich finde auch, das ist ein ganz reizvoller und wichtiger Aspekt für das ganze Thema, was wir heute Abend besprechen wollen. Und ganz besonders möchte ich auch begrüßen Professor Martin Andrassi, den Chefarzt der hiesigen kardiologischen und angiologischen Abteilung im Krankenhaus in Bruchsal, der eben auch sich bereit erklärt hat, hier bei dieser Initiative mitzumachen. Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Faktor, hier die intersektorale Verknüpfung zu verbessern und daran zu arbeiten, dass der Patient am Ende davon profitieren kann. Und um jetzt das Projekt genauer evaluieren zu können, freuen wir uns ganz besonders, dass Professor Weingärtner sich bereit erklärt hat. Er ist eigentlich der Initiator dieser ganzen Initiative und ich glaube, das ging damals los. Das war gewesen, ich glaube, im Winter 2020 als Online-Veranstaltung und hat dieses Projekt Jena auf Ziel initiiert und kann uns auch heute darüber berichten, wie die ersten Ergebnisse und Erfahrungen mit dieser Initiative sind. Wir freuen uns sehr, Herr Weingärtner, dass Sie heute uns hier vortragen. Hallo, wunderbar. Können Sie mich sehen? Können Sie mich hören soweit? Ja, wunderbar, prima. Wunderbar, dann würde ich schon mal die Dias freigeben. So, können Sie die Dias soweit sehen? Ja, lässt sich alles gut sehen. Prima. Wunderbar. Gut, dann darf ich Ihnen die ersten Ergebnisse vorstellen von Jena auf Ziel. Erste Erfahrungen, die ersten 40 Patienten von den STEMI-Patienten, die wir in Jena behandelt haben, sind die Daten, die ich Ihnen jetzt zeigen darf. Das sind jetzt die Conflicts of Interest, die vorneweg gehen. Und vorneweg fange ich immer den Vortrag ganz gern an mit der Ischämie-Studie. Ich glaube, die Ischämie-Studie ist eine ganz wichtige Studie für die kardiovaskuläre Medizin. Wie Sie wissen, war es ja so, dass bei einer stabilen koronaren Herzerkrankung die PTCA
und auch die Bypass-Operation einer maximal konservativen Therapie hinsichtlich den harten kardiovaskulären Endpunkten nicht überlegen war. Aber das eigentlich Interessante an der Ischemia-Studie war das hier, wenn Sie nämlich die LDL-Werte angucken, und es waren damals die alten Zielwerte von 70 Milligramm pro Deziliter, die wurden lediglich bei 32% der Patienten bei Einschluss in die Ischemia-Studie erreicht. Und dann war das ja über Jahre hinweg eine Titrationsstudie, wo man die Patienten wieder einbestellt hat, wo man die Therapie dann intensiviert hat im Endeffekt und den Zielwert von 70 angestrebt hat. Aber trotz alledem hat man den Zielwert nun gerade mal bei 59% erreicht. Das heißt, bei 40% hat man den alten Zielwert von 70 Milligramm pro Deziliter in der Ischemia-Studie nicht erreicht. Das heißt, eigentlich war die Ischemia-Studie in der konservativen Gruppe eine sehr schlecht therapierte Gruppe. Und selbst die sehr schlecht therapierte Gruppe war einer Intervention im Sinne einer PDCA oder einer Bypass-OP nicht unterlegen. Und das zeigt eben die große Bedeutung von der Prävention. Die aktuellen Leitlinien haben ja andere, haben schärfere Zielwerte, und da wird eben für die Hochrisikopatienten, für die Patienten nach Infarkt, die wir dann bei jener auf Ziel sprechen kommen, ein Zielwert von 55 Milligramm pro Deziliter oder kleiner oder 1,4 Millimol pro Liter oder kleiner erwartet. Jetzt nehme ich Sie mit auf eine Reise durch ein Herzkranzgefäß. Das ist eine OCT eines Patienten mit einem akuten Infarkt. Distale LAD, das ist das Device hier, das ist das Herzkranzgefäß, was Sie hier sehen. Und da sehen Sie das, was dem Infarkt nämlich zugrunde liegt, nämlich eine echte Plaque-Ruptur. Im Standbild kann man es besser sehen. Da sehen wir im Prinzip die Infarktläsion. Und zwar so, das war also ein Patient mit einem echten ST-Hebungsinfarkt. Der kam zu uns. Notarzt hat ein EKG mitgebracht mit einer richtig fetten ST-Hebung über der Vorderwand. Patient massive Beschwerden gehabt, hat ihm dann Heparin verabreicht. Also bei uns auf dem Katheter, die war 20 Minuten später, war die Hebung weg. Der Patient war völlig beschwerdefrei und wir haben eben diese Koronarographie gemacht, wo wir eigentlich keine signifikante Stenose sehen, wenn wir ehrlich sind, sondern gerade mal so vielleicht eine 30-prozentige Stenose, so eine kleine Haziness. Und wir haben überlegt, was wir machen sollen. Und haben dann eben diese OCT gemacht, diese intravaskuläre Bildgebung. Und haben eben diesen Befund gesehen, der ganz typisch ist für diese Infarktbefunde. Nämlich, wir haben keine hochgradige Stenose. Wir wissen ja von Autopsieuntersuchungen, dass die meisten Infarkte bei Stenosen so um die 30%, 40%, 50% auftreten, aber gar nicht höhergradig sind. Und das ist hier auch der Fall. Hier ist vielleicht gerade mal so eine 30%ige Stenose. Und dann gibt es zwei ganz wesentliche Befunde, nämlich einerseits hier die Plaque-Kappe mit hier dieser echten Plaque-Ruptur. Das liegt also den meisten Infarkten ja zugrunde, diese Ruptur der Plaque-Kappe. Damit kommt es dann zur Thrombozytenaggregation und dann zum Verschluss des Gefäßes. Der Notarzt hat Heparin gegeben, dadurch wurde das Gefäß wieder perfundiert und dadurch war der Infarkt eigentlich medikamentös, wenn man so will, behoben. Das sind alles dann Situationen, da wird man bei der Plaque-Ruptur trotzdem einen Stent setzen, aber dann auch gemacht. Und der Patient war danach dann, wie gesagt, auch schon beschwerdefrei und mit dem Stent gut versorgt. Aber ein zweiter wesentlicher Punkt ist, dass das unter der Plaque-Kappe eben der Lipid-Core ist. Das ist das Korrelat, wo das Cholesterin einlagert. Und ohne dieses Cholesterin gibt es diesen Plaque praktisch gar nicht. Das heißt, Cholesterin ist Substrat, was den Plaque erst macht und diesen Infarkt erst möglich gemacht hat. Und das ist das, was wir jener auf Ziel im Prinzip unseren Patienten auch sagen, dass es ohne das Cholesterin diesen Plaque gar nicht erst gäbe und dass man eigentlich dieses Cholesterin wegnehmen muss, um das Substrat zu nehmen für weiteres Plaque-Wachstum. Denn ein Plaque ist eben nur einer und da kann eben an einer Stelle auftreten. Wenn einer einen Infarkt hat, heißt es ja, das ist ein weiteres Ereignis, trotz alledem in den nächsten Monaten wieder auftreten kann, auch wenn die Infarktläsion primär erfolgreich gestentet wurde oder von einem Chirurgen erfolgreich gebypasst wurde. Das sind wichtige Daten, die uns damals für Jena auf Ziel eigentlich motiviert haben. Das war nämlich eine Analyse aus Schweden. Sie wissen, in Schweden werden alle Patienten, die einen Infarkt haben, in Register aufgenommen. 25.000 Patienten. Hier in dem schwedischen Infarktregister. Durchschnitts-LDL in Schweden bei einem Herzinfarkt 3,2 Millimol pro Liter.
40% sind ST-Hebungsinfarkte, 60% sind Nicht-ST-Hebungsinfarkte. Das sind die üblichen Nebenerkrankungen, die sind vergleichbar auch mit dem, was wir so in Deutschland kennen. Und das ist so die Therapie, die auch vergleichbar ist zwischen Schweden und Deutschland. Also nicht viel anders als bei uns. Und man hat hier geguckt, wie viel Prozent in Schweden, aktuelle Analyse, erreichen denn diese Zielwerte für die Infarktpatienten, also diese 55 Milligramm pro Deziliter, und das sind gerade mal 17%. Das heißt, 83% der Hochrisikopatienten in Schweden werden nicht adäquat nachverfolgt und erreichen diese Zielwerttherapie von 55 Milligramm pro Deziliter nicht. Und dann hat man gesagt, man macht jetzt eine Simulation. Was wäre denn gewesen, wenn alle Patienten optimal behandelt würden, und hat es in Stufen gemacht? Hat gesagt, erstens, was wäre gewesen, wenn alle auch ein High-Intensity, also ein hochpotentes Statin bekommen hätten? Also im hochpotenten Statin hätte man in dem Kollektiv 21%, knapp 22% auf Ziel gebracht. Hätte man Ezetimib dazugegeben, hätte man knapp 50% auf Ziel gebracht, und hätte man dann allen einen PCSK9-Inhibitor gegeben, hätte man in dieser Analyse, in der Simulationsstudie 92% auf Ziel gebracht. Und man hat eine zweite Registerstudie in Schweden untersucht. Das sind jetzt alles Patienten, die über 4 Jahre nach einem Infarkt nachuntersucht wurden. Man hat die LDL-Senkung nach Infarkt untersucht und hat prospektiv geguckt, praktisch, wie ist die Ereignisrate von kardiovaskulären Ereignissen, wie ist die Gesamtmortalität, wie ist die Hospitalisierungsrate. Da kann man ganz grob sagen, Patienten mit einer LDL-Reduktion von 1 mmol/L, also 40 Milligramm pro Deziliter, haben eine Reduktion der Gesamtmortalität von 35% gehabt. Und wenn wir das für 2 mmol/L anschauen, dann war eine Reduktion von 2 mmol/L, also ungefähr 80 Milligramm pro Deziliter, hat zu einer Reduktion der Gesamtmortalität, schwedische Registerdaten, vergleichbar mit unseren Daten, von 70% gezeigt. Und jetzt frage ich Sie, welche Intervention kennen Sie, die die Gesamtmortalität bei Infarktpatienten über 4 Jahre um 70% in der konservativen Therapie reduziert? Das sind ganz wichtige Daten und zeigen einfach den großen Einfluss einer relevanten LDL-C-Senkung bei diesem Hochrisikopatientenkollektiv. Das sind Daten aus der Da Vinci-Studie, europaweit gemacht. Das sind die deutschen Daten, 16% Zielwerterreichung, also vergleichbar mit den Daten aus dem schwedischen Register, da waren 17%. Also 84% in Deutschland, aktuelle Daten erreichen die Zielwerte bei Hochrisikopatienten nicht. Das sind Daten nochmal von Eva Freisinger, nur um Relation zu setzen, von 2009 damals, 200.000 Infarkte in Deutschland. Das hat sich jetzt im weiteren Verlauf in den Jahren nicht verändert. Wir haben damals eine In-Hospital-Mortality, also in den ersten 30 Tagen nach Infarkt, von 12% beim STEMI in Deutschland, beim Nicht-STEMI von 10% Daten, die sicherlich mit aktuellen Daten immer noch vergleichbar sind. Gesamtkosten fürs Gesundheitssystem, allein durch die Infarkte, 1,2 Milliarden Euro deutsche Registerdaten. Schwedische Registerdaten nach Infarkt in den ersten 12 Monaten haben rund 20% ein Reereignis. Das heißt, wir haben hier ein Hochrisikopatientenkollektiv. Und das alles war für uns die dringende Notwendigkeit, dahin zu fassen und ein eigentlich ganz einfaches Projekt aufzusetzen, nämlich mit einem ganz einfachen Pass, Jena auf Ziel, wo die Patienten praktisch erklärt bekommen, was Cholesterin für sie bedeutet, was Cholesterin mit ihrem Infarkt zu tun hat. Und dann werden diese LDL-Cholesterinwerte bei Aufnahme im Verlauf während des stationären Aufenthaltes im Krankenhaus und bei Entlassung dokumentiert. Wichtig, wir fangen immer an bei allen Patienten am ersten Tag mit einer maximalen Dosierung eines hochwirksamen Statins, nämlich mit Atorvastatin 80 Milligramm und mit Ezetimib 10 Milligramm, und verfolgen das dann über den stationären Aufenthalt. In Jena ist es so, dass wir alle unsere STEMI-Patienten 5 Tage im Krankenhaus behalten. Und was Sie sehen, bei den Patienten 3,8 Millimol pro Liter bei Aufnahme, also etwas höher als beim schwedischen Register bei den Patienten.
und Sie sehen, wie die LDL-Werte unter der Kombinationstherapie wegschmelzen. Sie sehen, bei Entlassung hat er im Prinzip schon am Tag 5 dann einen Wert von 1,19 Millimol pro Liter erreicht. Das ist wichtig. Warum? Ein Patient sieht praktisch die Therapie, Cholesterin tut nicht weh, Cholesterin spürt man nicht, aber er sieht den Effekt seiner Therapie. Und es bestärkt den Patienten auch in der Adherenz, wenn er sieht, was passiert, wenn man dokumentiert. Er hat den Zielwert von 1,4, den wir angekündigt haben, praktisch hier bei ihm schon bei Entlassung erreicht. Wichtig ist, dass die Patienten aufgeklärt sind. Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt, Patienten aufzuklären. Wichtig, dass der Patient versteht, worum es hier geht, dass er notfalls auch dann mit dem Pass zu seinem Hausarzt gehen kann und dann auch sagen kann, Doktor, ich habe den Zielwert noch nicht erreicht. Ich möchte, dass du mir hilfst, dass dieser Zielwert von unter 1,4 Millimol oder 55 Milligramm pro Deziliter im weiteren Verlauf dann in der Ambulanz oder in der Reha, dann, wenn er bei Entlassung noch nicht erreicht ist, erreicht wird. Also so läuft es im Prinzip ab. Bei Aufnahme ein Lipidprofil, bei Entlassung ein Lipidprofil und dann werden die Patienten nach 6 Wochen bei uns alle nochmal einbestellt. Auch wir gucken dann, ob die Zielwerte erreicht sind. Wenn nicht, wenn die Zielwerte nicht erreicht sind mit der Kombinationstherapie von Atorvastatin und Ypsilimib, dann würden wir die Therapie eskalieren, entweder mit der Bempedoinsäure oder mit dem PCSK9-Inhibitor oder auch jetzt seit neuestem mit dem Inclisiran. Wir beobachten dann nach 6 Monaten und nach 12 Monaten nochmal und gucken auch, dass die Adherenz bei den Patienten dann auch weiterhin bestärkt wird. Wichtig ist eben dieses Patienten-Empowerment. Der Patient muss aufgeklärt sein, dass er eben selbstbewusst auch dann diesen Zielwert bei seinem Hausarzt einfordern kann. Das sind die initialen Daten von den ersten Patienten von Jena auf Ziel. Durchschnittsalter war 63 Jahre, Durchschnitts-LDL vergleichbar zu dem vom schwedischen Register um die 3,4 Millimol pro Liter. Und Sie sehen hier die ersten Daten von den ersten Patienten, Aufnahme 3,74 im Schnitt, also vergleichbar mit den schwedischen Daten. Bei Entlassung im Durchschnitt 1,68 Millimol pro Liter, das sind die alten Zielwerte. Und nach 6 bis 8 Wochen im Durchschnitt 1,26 Millimol pro Liter. Also da waren die meisten schon mit der generischen Therapie, wichtig, mit der generischen Therapie, Atorvastatin 80, Ezetimib 10 im Ziel. Und die, die nicht im Ziel sind, werden dann eben eskaliert mit Bempedoinsäure oder mit PCSK9-Inhibitoren. Wichtige Beobachtung, die wir gemacht haben, die uns selber überrascht hat, wenn die Patienten überzeugt sind von dem, was wir hier machen, wenn die Patienten die Therapie annehmen, dann gibt es deutlich weniger Nebenwirkungen. 4% der Patienten hatten Muskelbeschwerden, 2% haben Leberenzymelevationen gehabt. Das heißt, 94% haben die initiale generische Therapie von Atorvastatin 80 Milligramm und Ezetimib 10 Milligramm wunderbar vertragen und hatten keine Nebeneffekte. Das ist jetzt ein Beispiel eines solchen Patienten. Das war der mit dem höchsten LDL-Wert, junger Mann, 38 Jahre alt, STEMI, bei Aufnahme am ersten Tag 6,6 Millimol pro Liter LDL, das ist also über 300 Milligramm pro Deziliter. Und es schreit ja im Prinzip schon nach einer familiären Hypolipoproteinämie. Deshalb haben wir bei dem Patienten nachher auch eine genetische Untersuchung gemacht, die war auch prompt positiv, also ein junger Mann mit einer genetisch determinierten familiären Hypolipoproteinämie. Der Mann hat 2 Kinder, auch die haben wir genetisch untersucht, auch die waren positiv, damals 6 und 8 Jahre alt. Und wichtig ist auch hier, auch die müssen früh therapiert werden, auch die beiden Kinder sind jetzt inzwischen auf einer Statintherapie, um eben das Risiko frühzeitig zu senken, um die Cholesterin-Lebensjahre zu senken. Wenn man so einen hohen Cholesterin-Ausgangswert hat, einen LDL von 6,6 Millimol pro Liter, dann kommt man mit der Kombinationstherapie bei Entlassung natürlich nicht auf den Zielwert. Da kommt man nach 6 Wochen auch noch nicht auf den Zielwert, weil da reicht eben die generische Kombination nicht. Da muss eskaliert werden, das haben wir dann gemacht nach 6 Wochen. Der Patient hat dann noch einen PCSK9-Inhibitor bekommen und er war dann nach 2 Monaten mit der Triple-Therapie dann auch im Ziel. Das war der Patient, der in Jena den höchsten LDL-Wert hatte und wie Sie sehen, auch den bekommt man mit einer Triple-Therapie auf Ziel. Anderer Patient bei Aufnahme 4,9 Millimol pro Liter, der kam auch nicht auf Ziel nach 6 Wochen, der wurde dann war aber relativ nah am Zielwert dran, den haben wir dann mit Bempedoinsäure eskaliert
und damit kann man auch auf Ziel. Das heißt, mit den neuen Optionen, die wir haben, neben den Statinen, neben dem ECMIB, jetzt auch mit der Bempedoinsäure und den PCSK9-Inhibitoren und dem Inclisiran, sind wir eigentlich der Überzeugung, dass wir nahezu alle Patienten, die da auch mitmachen und gewillt sind, mitzumachen, auf Ziel zu bekommen. Wir hatten insgesamt jetzt knapp 100 STEMIs, exakt hatten wir 126 STEMIs in Jena im letzten Jahr. Und von diesen 126 Patienten haben wir im Verlauf letztlich alle, die in der Studie mitgemacht haben, auf Ziel bekommen, mit einer Kombinationstherapie, die wir dann eskaliert haben. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe in anderen Städten mitgemacht, die auch auf Ziel gehen. Kaiserslautern geht inzwischen auf Ziel. Die Uni Regensburg geht auf Ziel. Bremen mit der Weser-Ems-Region geht auf Ziel. Pfaffenhofen hat eine Auf-Ziel-Veranstaltung gemacht. Kraichgau macht es heute. Herne hat es auch schon gemacht. Saarland möchte auf Ziel gehen. Die Uni Tübingen, Kiel und Lübeck und die Uni in Ludwigshafen möchten auch auf Ziel gehen und viele andere mehr. Und wir hoffen, dass auch mit Kraichgau alles klappt und dass auch Sie in Zukunft in Kraichgau Ihre Patienten auf Ziel bekommen. Es ist echt nicht schwer, es ist relativ einfach. Das Wichtigste ist, dass man die Patienten ins Boot holt und dass die Patienten mitmachen, dass man sie überzeugt von der Therapie. Und ich glaube, das kommt man eindrucksvoll sehen an den schwedischen Registerdaten. 80 Milligramm pro Deziliter LDL-C-Senkung bei Infarktpatienten reduzieren die Gesamtmortalität um 70% in 4 Jahren. Und ich glaube, das haben alle unsere Hochrisikopatienten verdient, dass sie diese adäquate Therapie bekommen. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Weingärtner, für diesen tollen und eindrucksvollen Vortrag, der uns auch nochmal vor Augen geführt hat, was man erreichen kann, wenn man da mit Engagement und auch im Team zusammensteht. Gibt es Fragen an Herrn Weingärtner? Ja, Alex? Haben Sie es verstanden? Die Frage lautete... Leider gar nichts gehört, tut mir leid. Die Frage lautete, warum Sie kein Rosuvastatin, sondern Atorvastatin den Patienten geben. Ja, das ist eine Frage, die ist natürlich gut. Die werden oft gefragt. Es hat einen ganz simplen Grund. Rosuvastatin ist am Uniklinikum in Jena nicht gelistet. Wir haben es nicht. Aber ansonsten natürlich, Rosuvastatin ist eine echt gute Alternative und natürlich kann man das genauso mit Rosuvastatin machen. Also sehr gute Frage. Gibt es weitere Fragen an Herrn Weingärtner? Ja, das ist im Moment nicht der Fall. Vielleicht können wir noch mal fragen, Herr Weingärtner, welchen prozentualen Anteil Ihrer Patienten schließen Sie in die Kampagne ein? Also ist das dann jeder Patient oder gibt es auch Patienten, wo man sagt, na gut, der passt jetzt nicht so da rein, da muss man alternativ vorgehen? Also wir haben jetzt bei der Jena auf Ziel Studie so gemacht, dass wir uns speziell nur die STEMIs angeguckt haben, einfach weil wir auch die Manpower gar nicht gehabt hätten, jetzt mehr einzuschließen. Und wenn wir die natürlich akribisch aufarbeiten wollen, wer da mitmacht, wer nicht mitmacht, wer auf Ziel kommt, wer nachverfolgt wird. Es ist so, dass bei dem STEMI-Programm haben wir konsekutiv jeden eingeschlossen, jeden gefragt. Es haben von diesen 126 Patienten nachher 3 gesagt bei Anfrage, sie möchten da nicht mitmachen. Es gibt also auch bei den Patienten immer noch auch echte Cholesterinleugner, die sagen, nee, ich glaube das nicht, nee, ich möchte so nicht therapiert werden, nein, ich habe im Internet viel gelesen, was sehr kritisch ist. Ich möchte keine Studie machen, die meinen Cholesterin stark senkt. Muss man akzeptieren. Also wenn ein Patient sagt, er möchte das nicht, dann ist das völlig in Ordnung. Wir hatten noch einen Patienten, der kam mit einem 3. Infarkt, war überzeugter Cholesteringegner, hat kein Statin mit an Bord gehabt und war auch nach dem 3. Infarkt nicht davon zu überzeugen, adäquat therapiert zu werden. Also das gibt es immer wieder. Und die wird es auch in Kraichgau geben. Keine Frage. Ja. Aber die... die man, glaube ich, mit guten Argumenten überzeugt, die machen da gern mit und die sind auch froh. Und die sind auch, glaube ich,
motiviert, da mitzumachen und sind auch dann, wenn sie ihren Zielwert erreicht haben, glaube ich, ganz zufrieden damit. Denn ist ja so, jeder Patient, der einen Infarkt hat, der möchte ja danach sicher sein, dass er keinen zweiten Infarkt kriegt. Wenn man so einen Zielwert erreicht hat und das Gefühl hat, okay, ich habe alles getan, was ich tun konnte, das will ja jeder danach machen, dann glaube ich, sorgt es auch bei den Patienten für eine große Zufriedenheit. Herr Professor Weingärtner, es gibt noch eine Frage aus dem Chat. Es sind ja über 60 Teilnehmende auch noch als Onliner heute dabei. Ich bin sehr beeindruckt, dass innerhalb von 5 Tagen das Ziel, dass Sie das Ziel erreicht haben bei den Patienten. Bei wie viel Prozent der Patienten wurde das Ziel erreicht? Also nach 5 Tagen haben wir das Ziel bei knapp der Hälfte der Patienten erreicht. Und wie erklärt man sich, dass häufiger Infarkte bei einer niedrigen Stenose auftreten? Bei eher niedriger Stenose auftreten? Das sind Daten, die sind sehr beeindruckend von Reno Virmani, schon 2006 publiziert worden. Das ist eine ganz bekannte amerikanische Pathologin, die hat Postmortem-Untersuchungen gemacht bei Infarktpatienten und hat eben da gesehen, dass die Relevanz, die zum Infarkt führt, eben die Plaque-Ruptur ist und die Plaque-Erosion. Und da ist einfach entscheidend, wie dick die Plaque-Kappe ist, die ich vorher in dem OCT-Film gezeigt habe. Dann haben wir diese dünne Schicht gesehen, die da rupturiert war. Es sind eben gerade diese dünnen Plaque-Kappen, die zur Plaque-Ruptur führen. Und da kommt es eben zur Thrombozytenaggregation und dann eben zum Verschluss eines Gefäßes. Und die älteren Stenosen, die höhergradigen Stenosen, die haben meistens schon dickere Plaque-Kappen, die rupturieren, also deutlich seltener. Insofern ist es rein pathophysiologisch recht einfach zu erklären. Das sind gerade eben die jungen Plaques, die noch keine dicken Plaquekappen haben, die dann eben rupturieren, dann eben einen Infarkt machen. Das ist ein Problem, das ist das ganz große Problem, was wir als Kardiologen haben. Deswegen sind wir so schlecht in der Prädiktion von kardiovaskulären Ereignissen, denn diese 30-prozentigen Stenosen, die 40-prozentigen Stenosen, die kann man durch einen Ischämie-Test, durch eine Ergometrie oder durch eine Stressechokardiografie nicht entdecken. Das heißt, so eine 30-prozentige Stenose, die macht eben keine ischämische Relevanz. Und das sehen wir immer wieder. Jeder, der interventionell arbeitet, kennt es ja, dass Patienten dann vor einem liegen im Infarkt und sagen, Mensch, gestern war ich beim Kardiologen und der hat mir gesagt, alles wäre in Ordnung und heute habe ich einen Infarkt. Da kommt immer die Frage, ist mein Kardiologe eine Pfeife? Nee, der Kardiologe ist keine Pfeife. Die Tests, die wir haben, sind einfach nicht besser. Wir sind da relativ schlecht, eben weil die Ischämie-Relevanz eben da nicht zu sehen ist. Noch ganz kurz, es gibt noch eine Frage, Hochdosis Statin und Ezetimib top, aber falls Benzoinsäure im Verlauf notwendig ist, müsste man dann nicht Statin wieder etwas reduzieren? Kann man immer machen, aber deeskalieren ist ja immer eine Möglichkeit und deeskalieren ist immer einfacher bei den Patienten als zu eskalieren. Insofern, deswegen die Nachkontrolle. Und wird Benzoinsäure von den Kassen übernommen? Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Hallo, Herr Weingärtner, vielen Dank für den tollen Vortrag. Dieses Argument mit den niedrigen Stenosen, die man auch im Ischämietest nicht nachweisen kann, würde es nicht dafür sprechen, noch flächendeckender Kardio-CTs zu machen? Ja, mit dem Kardio-CT ist so eine Sache. Ne? Das Kardio-CT ist ja nicht umsonst als Ausschlussdiagnostik gut. Also wir wissen ja, wenn wir eben ein Agitator-Score haben von 0, dass wir dann sicherlich keine Koronarografie machen müssen, weil wenn ja jemand keinen Kalk hat, hat er auch keine Stenose. Dafür ist ein CT sicherlich gut genug. Aber was wir ganz häufig sehen, inzwischen auch in Jena, muss ich ganz ehrlich sagen, sind Patienten, die kommen mit dem CT-Befund, da heißt es dann schwere koronare Dreigefäßerkrankung. Es wird eine weitere invasive Diagnostik empfohlen. Und dann macht man eine Choro und dann findet man einen Ausschluss von der koronaren Herzerkrankung, zumindest keine relevante Stenose. Das heißt, das CT ist einfach noch nicht gut genug, um da wirklich prädiktiv zu sein. Das CT ist gut für einen Ausschluss, Agitator-Score von 0, jawohl, da muss jemand nicht weiter interventionell abklären. Aber wenn ich halt eine Zweigefäßerkrankung sehe oder eine Dreigefäßerkrankung, dann werden Stenosen im CT oft überschätzt und dann kommt bei der Koronarografie jeder interventionelle Kardiologe gerade, der hier mitzuhört, wird man dabei pflichten, kommt bei einer Koronarografie doch keine relevante Stenose mehr raus. Also da gibt es sicherlich noch
Es wird irgendwann so sein, dass das CT die Angiografie ersetzen wird, aber im Moment ist es sicherlich noch nicht gut genug. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank. Wir machen dann auch weiter mit dem ersten Vortrag, bitte. Herr Weingärtner, Sie sind ja noch ein Weilchen bei uns und können uns gerne auch in der Diskussion dann später noch mit begleiten, wenn Sie die Zeit haben, oder? Natürlich, super. Super. Okay, jawohl. Also ich möchte Ihnen ganz kurz, jawohl. Jetzt haben wir es. Die Kampagne nochmal Vorstellung von den Zielsetzungen her. Zuallererst möchte ich es aber nicht versäumen, auch nochmal den Sponsoren ganz herzlichen Dank zu sagen, die es ermöglicht haben, heute diese Veranstaltung auch in diesem Format betreiben zu können. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Sponsoren sich nicht dazu bereit erklärt hätten. Es gibt auch die Möglichkeit für die Online-Teilnehmer, es sind, glaube ich, mittlerweile fast 80 Online-Teilnehmer dabei, die Industrieausstellung virtuell auch zu besuchen auf der Seite, die hier vermerkt ist. Jawohl. Nochmal kurz zu den Beweggründen und den Hintergründen der Initiative. Also Herr Weingärtner hat das eigentlich schon so gut zusammengefasst, dass man da kaum mehr zu sagen kann. Die Leitlinie 2019 empfiehlt eben die Zielwerte von kleiner 55 Milligramm pro Deziliter als LDL und viele Risikopatienten erreichen diese Zielwerte auch heute nicht. Und die Herzinfarktpatienten sind eben die besonders Hochrisikopatienten, die eben auch Anlass dazu geben, dass wir unsere Bemühungen intensivieren sollten, insbesondere auch in Anbetracht der Tatsache, dass eben auch neue Therapiemodalitäten vorhanden sind beziehungsweise in den Markt drängen, die es uns ermöglichen, auch diese Zielwerte zu erreichen. Also unser Ziel ist, die Patienten im Kraichgau unter ein LDL von 55 Milligramm pro Deziliter zu kriegen. Und die Strategie, um das zu erreichen, ist eben dieses interdisziplinäre und intersektorale Netzwerk zu fundieren, was es uns ermöglicht, uns auch auszutauschen. Das ist, glaube ich, ein ganz besonders wichtiger Punkt, und zwar eben der Austausch von der ambulanten Medizin, von der stationären Medizin und von den medizinischen Komponenten, die dazwischen liegen, zwischen den einzelnen Disziplinen, den Nephrologen, die Angiologen, die Kardiologen, die Hausärzte, die Fachärzte, die alle darum bemüht sind, eben ihr Wissen zu vermehren und Erfahrungen auszutauschen und so auch die Patienten auch in die Lage zu versetzen, zu empowern, dass sie eben verstehen, was wollen die Patienten erreichen, was sollten sie erreichen können, damit sie ein möglichst geringes Risiko haben, insbesondere die Hochrisikopatienten mit einem kardiovaskulären Akutereignis. Und da ist eben der Patientenpass, den wir nachher nochmal erläutern wollen, ein wichtiger Bestandteil und die Behandlungsdaten auch zu evaluieren. So, Thomas, jetzt gebe ich an dich weiter. Gut, dann darf ich Ihnen kurz den Pass jetzt mal vorstellen. Sie haben den ja gerade schon in der Praxis erlebt. Wir gehen einfach das Ganze hier nochmal an und schauen uns einfach mal an, wie der Pass aufgebaut ist. Wichtig natürlich erstmal, welche Parameter sind denn letztendlich da auch vermerkt, die auch wichtig sind für unsere Therapie. Und da haben wir natürlich ganz oben auf natürlich die ganzen Cholesterinwerte, bestelltes LDL-Cholesterin, gehen nach unten, haben das Lipoprotein, aber auch die Begleitfaktoren wie Blutdruck und Diabetes. Wenn man jetzt dann auch nochmal guckt, ist auch im Grünfeld hier nochmal sind die Zielwerte vermerkt. Und das sehen Sie ja, und das finde ich jetzt mal ganz wichtig, das Zielwert LDL nochmal hier dargestellt. Und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, um nochmal drauf zurückzukommen, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Das sind die Patienten, die diesen Zielwert erreichen sollen, sprich die Hochrisikopatienten. Also nicht jeder, der ein erhöhtes Cholesterin hat und eventuell eine Therapiebedarf ist da Ansprechpartner von Patienten, sondern es sind die Patienten mit dem sehr, sehr hohen Risiko.
Und wenn man das dann mal durchguckt, sieht man im Prinzip da die Zielwerte schön aufgelistet. Die sind für uns natürlich als Memo hilfreich, zeigen auch dem Patienten, wo soll ich eigentlich hin. Dann muss er sich das Ganze nicht aufschreiben oder merken. Es ist auch schön, dass hier nochmal das Lipoprotein dabei steht, dass man einmal im Leben bestimmen sollte. Das wird auch immer wieder gerne vergessen, auch hier nochmal vermerkt. Der Blutdruck ist auch natürlich wichtig. Ich finde den Zielwert kleiner 140 zu 90 jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, zu lasch. Ich würde es ein bisschen strenger sehen. 135, 80 finde ich, sollte schon als Grenzwert angestrebt werden, vielleicht sogar auch niedriger, wenn möglich. Und der Diabetes mit kleiner 7%, wenn machbar, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Man sieht auch auf dem Pass letztendlich dann nochmal Werte oder Charakteristika, die den Patienten jetzt als Hochrisikopatienten einstufen, anhand dessen man auch dem Patienten nochmal erklären kann, warum er in diese Gruppe auch fällt und dann das im Prinzip auch klar machen kann, was letztendlich dahinter steckt und warum er jetzt in diesen Part reinfällt. Also speziell die Patienten, die auch ein kardiovaskuläres Ereignis bereits hatten. Und jetzt darf ich dann schon abgeben. Vielen Dank. Ja, wir haben uns dann auch überlegt, wie können wir das Ganze hier im Kraichgau implementieren. Und angeregt durch die Kollegen aus Hannover, die einen wunderschönen Leitfaden erarbeitet haben, haben wir jetzt auch einen kleinen Leitfaden erstellt, den wir Ihnen mit an die Hand geben wollen. Den sollten Sie eigentlich mit der Einladung entweder in Schriftform oder als PDF bekommen haben. Ich möchte jetzt gar nicht groß ins Detail gehen, nur so viel, da können Sie alle wichtigen Punkte einfach im Schnelldurchgang nochmal nachlesen, auch die Einteilung in die Risikogruppen, letztlich dann auch die, warum geht das jetzt wieder nicht weiter? Jetzt bin ich eins zu weit. Die Therapien nochmal nachlesen mit dem Therapiealgorithmus und was uns auch ganz wichtig war bei dem Leitfaden ist, dass wir die Ansprechpartner im Kraichgau aufgeführt haben. Also leider springt es jetzt hier wieder nicht weiter, Technik. Jetzt. Wir haben die Ansprechpartner genannt, die jetzt erstmal bei der Initialveranstaltung dabei waren. Tut mir leid, ich habe hier Schwierigkeiten. Jetzt. Das ist erstmal der innere Zirkel, sage ich mal, die das Ganze mit initiiert haben. Wenn jemand Interesse hat, mitzumachen, erweitern wir den gerne noch. Es geht einfach darum, den interdisziplinären Austausch auch zu verbessern und kurze Wege zu haben. Mehr möchte ich jetzt hier gar nicht zu sagen und möchte eigentlich an den Stefan Hart wieder übergeben mit dem ersten Vortrag. Ja, also Herr Weingärtner hat Ihnen die Da Vinci-Studie gezeigt. Ich zeige Ihnen jetzt Da Vinci selbst. Gucken, aber da ist er, Halleluja. So, ich zeige Ihnen jetzt Da Vinci selbst mit einem kleinen historischen Exkurs, also wie das eigentlich mit der Atherosklerose so im Verlauf der Jahrhunderte und Jahrtausende sich entwickelt hat, auch die Entdeckung derselben. Und Sie wissen ja alle, dass Da Vinci ein Universalgenie war und nicht nur für seine künstlerischen Aktivitäten bekannt ist, sondern auch anatomische Studien in intensiver Form betrieben hat. So, und in dieser Abhandlung La Dolce Morte, der süße Tod, berichtet er hier. Und dieser alte Mann, wenige Stunden vor seinem Tod, erzählte mir, dass er über 100 Jahre alt sei und dass er fühle keinerlei Gebrechen außer Schwäche. Und während ich auf seinem Bett im Hospital von Florenz saß, ging er fort aus diesem Leben ohne eine Regung oder ein Anzeichen von Qual. Und ich machte eine Anatomie von ihm, um den Grund für seinen süßen Tod zu finden. Und da berichtet er dann, das habe ich jetzt leider nur auf Englisch, dass die Gefäße bei den Patienten ihre
Geradheit, Geradlinigkeit und die Verzweigung, die geraden Verzweigung verloren haben und eben bei dem alten Mann torquierter und deutlich steifer waren. Und dass diese Gefäße eben auch von der Gefäßwand her verdickt waren, sodass man also hier schon sagen kann, dass diese anatomischen Studien ganz früh in der Renaissance schon gezeigt haben, wie der Verlauf der Atherosklerose ist. Und in dieser Animation jetzt möchte ich Ihnen das mal kurz nochmal demonstrieren, wie über Jahrzehnte hinweg sich die Atherosklerose entwickelt. Ausgehend von einem unauffälligen Gefäß kommt es dazu, dass eben das Plaque zunehmend wächst und nekrotisch wird. Die Gefäßkappe reißt ein. Wie Sie jetzt sehen, das nekrotische Material gewinnt Kontakt zum Blut und wird dadurch dann charakterisiert, dass sich ein Thrombus bildet und das Gefäß sich verschließt und so der Super-GAU entsteht, ein Herzinfarkt. Es muss natürlich nicht immer gleich ein STEMI sein, das ganze Gefäß verschlossen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten finden sich auch vermehrte Anzeichen, dass auch durch die therapeutischen Bemühungen nicht unbedingt eine Plaque-Ruptur, sondern eine Plaque-Erosion, die milder verlaufen kann, Grundlage eines akuten Koronarsyndroms ist. Aber so sieht das Ganze im Zeitraffer aus. Welche Komponenten dabei von Bedeutung sind, möchte ich jetzt im Folgenden kurz erläutern und hier zunächst einmal die beiden Nobelpreisträger vorstellen, Herrn Goldstein und Herrn Braun, die 1985 den Nobelpreis dafür bekommen hatten, dass sie eben den Mechanismus des LDL-Rezeptors und der LDL-Regulation aufgedeckt haben und hier ganz grundlegende und wegweisende Arbeiten der modernen Atherosklerose-Forschung geleistet haben. Dieser Mann hier ist Akira Endo. Er war der erste Mensch, der beschrieben hat, dass aus Pilzen sich ein HMG-CoA-Reduktase-Hämmer ableiten lässt bzw. isolieren lässt. Und damit war er der Erfinder der Statine. Hier ist nochmal in einer anderen Darstellung gezeigt, schematisch, wie der Verlauf der Atherosklerose ist und wie LDL dabei auch im Vordergrund steht, also die LDL-Partikel. Die LDL-Partikel durchdringen die Gefäßwand, gehen in das Gefäß hinein und führen dann durch verschiedene Modifikationsprozesse, durch oxidativen Stress und durch weitere modifizierende Prozesse dazu, dass die Makrophagen aktiviert werden, sich in Schaumzellen umwandeln und so eben eine Reihe von inflammatorischen, prothrombotischen Prozessen aktiviert werden, die auch zu einer Nekrose des Kerns führen, des atherosklerotischen Kerns und die Zellablagerung, die Sie eben auch in der Animation gesehen hatten. Ja, das ist Herr Libby, ein anderer wichtiger Begründer der modernen Atherosklerose-Forschung, der auch hier nochmal eine Reihe von Evidenzen aufgelistet hat, dass eben das LDL wirklich kausal ist für die kardiovaskulären Erkrankungen. Und diese Evidenzen leiten sich ab aus Beobachtungsstudien, epidemiologischen Beobachtungsstudien, aus genetischen Studien mit einer Mendelschen Randomisierung, aus randomisierten klinischen Studien, mit Medikamenten natürlich und aus Tierexperimenten. Diese Abbildung wirkt zuerst mal, wie man so schon sagt, busy, aber sie ist eine ganz wichtige Abbildung, denke ich. Und was sehr schön daran ist, dass wir hier verschiedene Geraden erkennen können. Also wir können hier Geraden sehen, drei verschiedene Geraden aus verschiedenen Studiengruppen, die einfach belegen, wie sehr eine lineare Korrelation von der Höhe des LDLs oder der LDL-Reduktion mit kardiovaskulären Ereignissen besteht. Also hier an der Y-Achse ist zu erkennen die Reduktion der kardiovaskulären Ereignisse und die X-Achse zeigt die LDL-Senkung. Und die oberste blaue Gerade, das stellt sogenannte
Mendelsche Randomisierungsstudien dar. Das heißt, da sind genetische Varianten oder Mutationen vorhanden und die Patienten mit oder ohne Varianten werden verglichen. Das heißt, die werden ja damit geboren. Deswegen ist der Beobachtungszeitraum bei dieser Art von Studien auch so lang, nämlich 52 Jahre im Mittel. Das heißt, 52 Jahre im Mittel, da kann man sehen, dass da natürlich die größten Reduktionseffekte erreicht werden über den Lebenszeitraum. Dann hier sind prospektive Kohortenstudie in der mittleren Linie zu sehen und die graue Linie zeigt an die Interventionsstudien, die medikamentösen Interventionsstudien. Hier ist der Nachbeobachtungszeitraum am kürzesten, nämlich nur 5 Jahre. Und wenn wir uns das mal hier angucken, kann man eben sehen, also Reduktion um 40 Milligramm pro Deziliter bei den langen Nachbeobachtungszeiträumen, 52 Jahre mehr als 50% Reduktion der Ereignisse. Bei 12-jähriger Beobachtungsstudiennachverfolgung 30% Reduktion und bei den Interventionsstudien nach 5 Jahren etwa 20% Reduktion der Ereignisse. Das sind die verschiedenen Interventionsstudien, also Medikamentenstudien im Wesentlichen nochmal gezeigt und die eben auch diese lineare Verteilung darlegen zwischen Reduktion vom LDL und kardiovaskulären Ereignissen. Ganz interessant dann hier auch nochmal zu sehen, dass es natürlich auch einen gewissen Unterschied gibt in der Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse und auch im Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse, ob es sich jetzt um eine Primärprävention handelt, wie hier auf der linken Seite zu sehen. Da ist also maximal 10% Reduktion, beziehungsweise ob es sich um Sekundärprävention handelt, das heißt Patienten, die schon mal ein kardiovaskuläres Ereignis haben, da läuft die Linie insgesamt steiler und man kann natürlich auch mehr erreichen. Ja, Sie hatten eben schon ein OCT-Bild bei Herrn Weingärtner gesehen. Das ist jetzt das Beispiel einer ähnlichen intervaskulären Bildgebung eines IVOs, wie wir es früher schon in Heidelberg vor vielen Jahren und Jahrzehnten gemacht haben. 3D-Rekonstruktion einer Koronararterie, um so das Plaquevolumen zu bestimmen. Und man kann tatsächlich das Plaquevolumen eben auch so messen und auch gucken, wie die LDL-Cholesterin-Einstellung, welche Effekte sie hat auf die Plaque-Entwicklung. Und hier sind eben verschiedene Studien gezeigt, die darlegen, dass bei schlechter LDL-Senkung, das ist jetzt hier der obere Teil, die Plaque-Volumen eher zunimmt, und dass bei ausgeprägter LDL-Senkung das Plaque-Volumen über den Verlauf der Zeit eben auch abnehmen kann. Hier kann man das Ganze nochmal an einem IVUS-Bild sehen. Das ist derselbe Gefäßabschnitt, wie man hier an den Abgängen der anderen Nebenäste sehen kann, vor und nach Therapie. Und das Plaque ist deutlich rückläufig. Nicht nur kardiovaskuläre Ereignisse, sondern auch andere vaskuläre Ereignisse werden signifikant reduziert durch eine effektive LDL-Senkung. Und das ist jetzt der Godfather der Kardiologie, der Pate bzw. Gründer der modernen Kardiologie, Herr Braunwald, der vor kurzem hier publiziert hat, wie man also bis 100 Jahre alt wird, er ist jetzt 92 Jahre selbst an, ohne dass man eine signifikante Atherosklerose entwickelt. Und das können wir uns mal hier angucken. Das ist ein ganz interessantes Konzept der LDL-Jahre, also der kumulativen LDL-Gramm-Jahre. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ein Patient mit einem LDL-Cholesterin von 200 Milligramm pro Deziliter hier in Rot gezeigt, der hat also eine Grenze zur Atherosklerose-Entwicklung schon mit 35 Jahren etwa entwickelt. Ein anderer Patient hier in Grün gezeigt mit einem LDL von 100 Milligramm pro Deziliter erreicht diesen Grenzwert erst viel später, nämlich mit 70 Jahren. Und wie kann man jetzt erreichen, dass dieser Patient erst mit 100 diese Grenze erreicht, diese Atherosklerose-Grenze? Und hier wäre eben zu diskutieren, ihn schon bereits im Lebensalter von 30 Jahren zu behandeln mit einem potenten LDL-senkenden Medikament und so zu erreichen, dass eben die Grenze der Atherosklerose-Entwicklung sich nach hinten
verschiebt bis zum 100-jährigen Jubiläum. In ähnlicher Form kann man jetzt diese Abbildung hier auch interpretieren. Ein Beispiel für einen Patienten mit einem LDL von 125 Milligramm pro Deziliter. Dieser Patient hat im Alter von 40 Jahren ein 1%iges Risiko für einen Myokardinfarkt und im Alter von 80 Jahren ein 16%iges Risiko für einen Myokardinfarkt aufgrund eben der zunehmenden atherosklerotischen Last. Wenn man sich jetzt eine Intervention vorstellt, bei diesem Patienten im Alter von 50 Jahren, wie hier jetzt in Rot gezeigt, eine Reduktion der LDL, des LDL-Cholesterins. Und da kann man sehen, dass eben dadurch bereits erreicht wird, dass im Alter von 70 Jahren das Risiko für einen Myokardinfarkt deutlich reduziert ist auf 4,3% und fast halbiert werden kann dadurch. Und wenn man bei dem Patienten noch früher anfangen würde, dann könnte man natürlich umso mehr erreichen, dass auch in früheren Jahren bereits die LDL-Senkung dazu führt, dass eine noch weitere Absenkung des Risikos im höheren Lebensalter erfolgt. Natürlich ist nicht nur das LDL bedeutsam für die Atherosklerose-Entwicklung. Es sind natürlich viele andere Faktoren, klinische Faktoren, Umweltfaktoren, Verhaltensfaktoren, ist klar. Und auch andere Dinge, die zum Teil noch nicht so erforscht sind, so beispielsweise das Mikrobiom, das Metabolom, Proteome, Transkriptom, das Epigenom und das Genom natürlich auch. Wir sind jetzt angelangt in einem Zeitalter der Wende, würde ich sagen, wo wir wegkommen zum Teil auch von der täglichen medikamentösen Therapie von dem LDL-Cholesterin mit neuen Therapiemodalitäten, mit monoklonalen Antikörpern, mit Antisense-Oligonukleotiden oder siRNA. Und das ist der Stand jetzt und können wahrscheinlich auch erwarten, dass in Zukunft noch weitere moderne Verfahren, die eben auch schon in der Biochemie und Molekularbiologie entwickelt wurden, Impfungen oder auch Gene-Editing mit dem CRISPR-System, möglicherweise dazu führen, dass man eben dauerhaft geschützt ist vor der Atherosklerose. Dann ist natürlich die kardiovaskuläre Problematik nicht erst seit der Renaissance da, war auch schon im frühen Zeitalter im alten Ägypten schon vorhanden. Wenn du einen Mann untersuchst mit Schmerzen in seinen Armen auf der Seite seines Herzens, auf der linken Seite seines Magens oder in seinem Kiefer, dann ist der Tod nahe. Das war damals in Ägypten. Das ist zum Glück heute im Bruchsal nicht mehr so, oder Martin? Da sind wir schon ein Stückchen weiter. Und ich möchte mich dann bedanken nochmal mit einer kurzen Hommage an Leonardo da Vinci und denke, wir gehen gleich über zum nächsten Vortrag. Die Fragen würden wir dann, außer ganz dringliche Fragen, wenn es geht, im Anschluss an unsere Vorträge besprechen. Und vielleicht auch noch die kurze Notiz, es ist draußen auch ein Buffet vorhanden. Wir haben keine Pause geplant. Sie können sich gerne alle noch zwischendurch bedienen, was essen und was trinken. Beziehungsweise für die vielen Teilnehmer zu Hause aus, gehen Sie in die Küche, holen sich einen Kaffee oder sonst was. Alles erlaubt. Gut, ich schließe mich gleich an, mache nahtlos weiter und werde mich jetzt mit der Therapie in der Praxis beschäftigen. Wir hatten ja schon sehr schöne Bilder, auch bewegte Bilder gesehen. Hier sehen Sie es nochmal, das Problem der Arteriosklerose mit dann der mit dem Gefäßverschluss, was zu Myokardinfarkt, Schlaganfall oder auch Tod führt. Nach wie vor haben wir die Situation, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen die führende Todesursache sind, mit fast der Hälfte aller Todesfälle in Europa führen die KHK und der Schlaganfall, aber eben auch andere kardiovaskuläre Erkrankungen. Und eine ganz wichtige, mir persönlich ganz wichtige Erkrankung ist natürlich die AVK. Ich habe Ihnen jetzt mal hier nochmal den Stadium 2, den Claudicatio-Patienten mitgebracht, der ja keine kritische Ischämie hat, aber nichtsdestotrotz nach 5 Jahren jeder Dritte ein Ereignis hat und sogar jeder Vierte verstirbt. Wenn man dann die asymptomatischen Patienten betrachtet, die ja so noch viel häufiger sind, da ist es auch immerhin jeder Fünfte, der innerhalb von 5 Jahren verstirbt. Das heißt, auch hier nochmal ein weiteres Hochrisiko
Klientel. Und wir haben es schon ein paar Mal gehört, das LDL spielt eine zentrale Rolle. Mit zunehmendem LDL-Spiegel haben wir ein zunehmendes Risiko für Ereignisse. Im Umkehrschluss bedeutet es eine Absenkung, natürlich eine Risikoreduktion. Ein Millimol pro Liter heißt, wie wir gerade eben gesehen haben, 20% weniger Ereignisse. Für alle, die noch in Milligramm pro Deziliter rechnen, so wie ich, Umrechenfaktor 1:40, das lässt sich dann relativ leicht darstellen. Wir hatten das nächste Bild auch schon gesehen. Ich zeige es hier gerade nochmal, wie wir letztendlich unseren Patienten einzuordnen haben, anhand verschiedener Kriterien. Es spielt eine Rolle ein Wahrscheinlichkeitsrechner. Es geht um den Diabetes und eine Diabetesdauer. Weitere Sachen wie familiäre Hypercholesterinämie, die Niereninsuffizienz, Endorganschäden des Diabetes oder hohe Blutdruckwerte sind entscheidend. Oder bei den Hochrisikopatienten natürlich das stattgehabte Ereignis wie Myokardinfarkt, die Intervention oder auch der Schlaganfall. Und je nachdem, in welche Gruppe wir unseren Patienten einordnen, haben wir dann letztendlich auch unseren Zielwert, den wir erreichen wollen, oder eine mindestens 50-prozentige Senkung. Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal auf das Score-System eingehen und es nochmal kurz darstellen. Wir haben hier die Möglichkeit, das Risiko abzuschätzen für asymptomatische Patienten. Also alle, die schon einen Infarkt hatten, fallen hier raus. Alter über 40, keine arteriosklerotische Erkrankung, keine wesentlichen Begleiterkrankungen oder sehr hohe Risikofaktoren. Und nach welchen Kriterien geht es jetzt? Also zum einen haben wir Hoch- und Niedrigrisikobereiche. Deutschland gehört zum Niedrigrisikobereich. Wir unterscheiden zwischen Frauen und Männern. Ich habe mir hier mal die Männer rausgesucht. Die Damen mögen es mir verzeihen. Und dann gibt es weitere Kriterien wie Raucher, Nichtraucher. Das Alter spielt eine Rolle, der Cholesterinwert natürlich und der Blutdruck. Wenn wir den Patienten jetzt einteilen, entweder in Raucher oder Nichtraucher, dann das Lebensjahrzehnt raussuchen, haben wir schon das richtige Kästchen entdeckt, wie jetzt zum Beispiel bei dem einen Patienten hier, und können dann anhand des Cholesterinspiegels und des Blutdrucks ihn einschätzen und sagen, welches 10-Jahres-Risiko für ein relevantes Ereignis er hat, in dem Fall 3-4%. Und interessant ist, dass wir hier sehen, dass letztendlich sowohl einmal das Lebensalter bei dem Patienten hier in der ersten Zeile oder entsprechende Risikofaktoren halt schon wesentlich beeinflussen. Und ich finde auch interessant, wenn man mal schaut, jetzt hat der Patient hier oben ein 3-prozentiges Risiko. Allein ein Blutdruckanstieg auf 140 würde sein Risiko schon auf 5% erhöhen. Ja? Also wir sehen auch hier, wie wichtig dann die begleitenden Risikofaktoren sind. Auf die verschiedenen Studien und Guidelines wurde schon eingegangen. Ich habe es hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, um zu sagen, okay, das sind ganz viele Fachgesellschaften am Werk. Die Kardiologen, die Arteriosklerose-Gesellschaft, die Diabetologen sind dabei und haben schon 2019 in ihren Leitlinien das ganz klar postuliert, wo denn die Reise hingehen soll. Die Angiologen, wo ich ja dazugehöre, waren ein bisschen langsamer. Da gibt es jetzt nichts, wo man sagen muss, von den Leitlinien her Adäquates. Das kann man natürlich wie immer sagen, Corona ist schuld. Die letzten 2 Jahre waren schwierig. Aber es gibt sehr gute Arbeiten, wie jetzt zum Beispiel hier in dieser Zeitschrift, wo letztes Jahr im Prinzip ins gleiche Horn geblasen wird, LDL 55 für den Hochrisikopatienten. Und es gibt auch Arbeiten zu PAVK-typischen Komplikationen wie die Amputation, die genau das Gleiche sagt. Den Therapiealgorithmus haben Sie alle gesehen. Da gehe ich jetzt auch gar nicht groß drauf ein. Das ist, wenn man es gut erklärt bekommt, auch nicht so schwierig. Das macht nachher die Frau Dr. Ostwald und wird es sehr, sehr schön nochmal darstellen. Ich will einfach nur sagen, dass es machbar ist und dass das Ziel erreicht werden kann. Ich möchte noch zum Schluss auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen, und zwar, dass wir im Prinzip das Ganze im Rahmen eines multimodalen Geschehens betrachten müssen und die Lipidsenkung nicht alleine sehen dürfen. Die Arteriosklerose ist eine multifaktorielle Erkrankung und braucht auch eine multimodalen Therapie. Das ist nichts Neues. Ich habe jetzt die Steno-2-Studie rausgekramt und die ist 20 Jahre alt. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie ganz neuen Erkenntnis aufgesessen. Interessant ist, dass es natürlich Follow-ups gibt, auch 20 Jahre Follow-ups, die recht aktuell sind und die das Ganze bestätigen. Das heißt, wir müssen gucken, gibt es bereits manifeste arteriosklerotische Erkrankungen? Gibt es Begleiterkrankungen mit Zucker oder Hypertonus? Gibt es eine familiäre Hypercholesterinämie? Relativ einfach. LDL-Größe 190, Ereignisse in der Familie vor dem 55. Lebensjahr. Die 2 Punkte reichen schon, um dann da einen Schritt weiterzugehen. Das Lipoprotein klein a möchte ich nochmal erwähnen, weil das doch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird in der Diagnostik. Und das Score-System haben wir ja gerade schon besprochen.
Jetzt habe ich Ihnen hier nochmal ein bisschen was mitgebracht, auch zum Thema PAVK und zum Thema Versorgungsrealität, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir können uns viel Gedanken machen über die LDL-Senkung und dann die begleitenden Therapien, aber wie wird das umgesetzt, von uns als auch von den Patienten? Und wenn man letztendlich das anguckt, das sind deutsche Daten aus der KV Westfalen-Lippe, relativ aktuell, dann sieht man, dass letztendlich eigentlich nur 30% der Patienten, die ja jeweils lipidsenkend, thrombozytenfunktionshemmend oder blutdrucksenkend aktiv sind. Und wenn man die Kombination der drei Substanzen anguckt, dann kommen wir da in den Bereich, dass etwa jeder zweite Patient nicht adäquat versorgt ist. Also neben der Zielwertorientierung müssen wir natürlich auch gucken, dass es umgesetzt wird und auch langfristig umgesetzt wird. Das heißt, wir müssen auch die Patienten bei der Stange halten. Zum Schluss jetzt noch ein ganz anderer Aspekt. Da wollte ich noch mal einen Ausflug in die sogenannte natürliche Medizin machen, weil das wird uns natürlich ganz schnell begegnen bei der Lipidtherapie. Dann kommt ganz schnell das Thema Cholesterinlüge. Haben Sie nicht was Natürliches? Und Sie werden doch alle von der Pharmalobby bezahlt. Die Sprüche kennt jeder. Und das Wichtigste und Häufigste ist natürlich der rote Reis. Ich habe das mal nochmal nachgeguckt, vor längerem schon einen Artikel dazu gelesen. Ich fand das ganz interessant. Die aktive Substanz, mit der auch geworben wird, ist das Monacolin K. Monacolin K aus Rotschimmelreis trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Das ist ein Werbeversprechen, was nach EU-Verordnung zulässig ist. So, aber was ist es überhaupt? Monacolin K ist nichts anderes wie Lovastatin. Lovastatin kennen vielleicht einige noch, das ist das Mevinacor, ein uralter Lipidsenker, der heute nicht mehr wirklich eingesetzt wird, früher mit 20 bis 40 Milligramm Dosierung. Das heißt, wir haben mit dieser Substanz genau die gleichen Risiken und Nebenwirkungen wie mit einem Statin. Nichtsdestotrotz gibt es Patienten, die das gerne zu sich führen. Warum? Naja, also das ist auch eine Frage der Dosierung. Ja. Also dieses Werbeversprechen basiert auf der Annahme, dass wir eine tägliche Dosis von mindestens 10 Milligramm Monacolin K aufnehmen. Das bedeutet aber wiederum, dass ab einer Tagesdosis von 5 Milligramm es eigentlich ein zulassungspflichtiges Arzneimittel ist. Das heißt, Sie werden es als Nahrungsergänzungsmittel mit der Dosierung gar nicht kriegen. Das heißt, es ist deutlich niedriger dosiert und die Effekte sind natürlich entsprechend gering. Darüber hinaus gibt es natürlich ein Problem. Und das Problem heißt zusätzliche mögliche Substanzen in diesen Präparaten, die auch toxisch sein können, nierenschädigend oder auch mutagen. Das heißt, wir haben da natürlich jetzt Produkte, die gar nicht so empfehlenswert sind. Und deswegen auch hat das Bundesamt für Risikobewertung auch eine rausgegeben, dass es nicht empfehlenswert ist, wegen erheblicher gesundheitlicher Sicherheitsbedenken Nahrungsergänzungsmittel mit Rotschimmelreis zu verzehren. Und ich habe mich da jetzt berufen auf die Verbraucherzentrale. Das heißt, ich habe jetzt einfach eine Quelle, die auch relativ unabhängig ist, von der Pharma-Lobby gesponsert zu werden. Die ist auch für jeden Patienten zugänglich. Und da können wir doch ganz gut argumentieren und sagen, guckt euch mal an, was ihr mit dem Wunsch nach natürlicher Medizin tatsächlich erreicht. Das heißt, möglicherweise mehr Nebenwirkung als Wirkung. Unser häufiges Argument ist auch, ja, in der Schweiz ist es doch auch zugelassen. Nein, das stimmt so nicht. Man kann es da durchaus erwerben. Aber die Swissmedic, das ist die Arzneimittelbehörde der Schweiz, hat in mehreren Veröffentlichungen in den letzten Jahren eben die Verkehrsfähigkeit dieser Produkte abgesprochen. Auch das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt und kann uns helfen in der Argumentation mit unseren Patienten für eben dann auch die Statine oder auch die anderen Medikamente zu werben. Ich komme zum Ende. Wir haben eine lipidsenkende Therapie, die evidenzbasiert ist. Wir haben eine lipidsenkende Therapie, die sicher und nachweislich Herz-Kreislauf-Ereignisse verhindert. Wir haben Zielwerte, die sind erreichbar und auch sinnvoll. Und wir haben Begleiterkrankungen und Komorbiditäten, die wir dabei aber nicht ganz vergessen dürfen, weil nur in der multimodalen Therapie erreichen wir letztendlich unsere Ziele, Ereignisse zu verhindern. Und das Ganze natürlich immer unter dem Aspekt, dass wir auch die Versorgung so gestalten müssen, dass die Medikamente auch tatsächlich eingenommen werden, sprich ihren Dienst, ihre Wirkung erreichen können. Vielen Dank dafür. Könnte ich meinen Vortrag haben?
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem schönen Vortrag darf ich jetzt back to basics. Ich darf Ihnen was über die Therapiemöglichkeiten 2022 erzählen. Bei mir streikt jetzt wieder hier der... Genau, Therapiemöglichkeiten 2022. Also, wie bringe ich die Patienten in den Zielbereich von kleiner 55? Hier der Therapiealgorithmus, den Sie auch auf dem Leitfaden finden, in gekürzter Form oder vereinfachter Form. Also wir beginnen immer mit der Definition des LDL-Zielwertes zur Abschätzung des Absolutrisikos. Dann kommt als nächste Stufe oder erste Stufe unserer Therapie die Lifestyle-Modifikation und die Gabe eines Statins. Danach eskalieren wir mit der Steigerung der Statindosis. Wenn das nicht reicht, kommt Ezetimib dazu. Dann kommt die Bempedoinsäure zum Einsatz, wenn wir die Chance haben, unseren Zielwert mit dem Senkungspotenzial der Bempedoinsäure zu erreichen. Ansonsten können wir auch gleich auf die PCSK9-Inhibitoren oder die siRNA-Therapie gehen. Und diese Schritte möchte ich jetzt im Einzelnen mit Ihnen durchgehen. Vieles davon werden Sie vielleicht schon kennen, aber vielleicht ist doch das eine oder andere dabei, was Sie heute Abend mit nach Hause nehmen können. Ich möchte beginnen mit Lifestyle-Modifikation und Diät. Hier der typische KHK-Patient, übergewichtig, unsportlich, ernährt sich schlecht. Vielleicht raucht er auch noch und dem erklären wir dann, okay, musst Gewicht reduzieren, du musst anfangen, Sport zu treiben, du musst dich ballaststoffreich und fettarm ernähren und natürlich mit dem Rauchen aufhören. Das macht er dann auch brav und das ist auch alles ganz wichtig zur Senkung des Gesamtrisikos. Aber die LDL-Senkung, die wir dadurch erreichen, liegt bei mageren 15%. Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir lediglich maximal, das ist also individuell verschieden, aber maximal 25% unseres LDL-Cholesterins aus dem Darm resorbieren. Der Rest wird vom Körper selbst produziert. Und daher sind wir auf die Medikamente angewiesen. Das erste, auch in unserem Algorithmus, sind die Statine. Das sind die HMG-CoA-Reduktase-Hämmer. Die hemmen die endogene Cholesterinsynthese, erhöhen die LDL-Rezeptordichte und, was oft vergessen wird, sie führen zu einer Plaque-Stabilisierung. Also sie schützen den Patienten vor der gefürchteten Plaque-Ruptur. Wir sollten möglichst hochpotente Statine einsetzen, wurde ja schon erwähnt, Rosuva oder Atorvastatin. Und mit diesen Statinen erreichen wir eine Senkung von maximal 63%. Im Mittel sind es 50% und das bei Tagestherapiekosten um die 20 Cent. Wichtig zu den Statinen die Rule of Six, das heißt eine Verdoppelung der Statindosis bewirkt lediglich eine weitere 6%ige Senkung. Die Transaminasen dürfen unter laufender Statintherapie bis zum Dreifachen des Normwerts ansteigen. Das ist reversibel und schadet dem Patienten nicht. Und die CK darf sogar bis zum Fünffachen des Normwertes ansteigen, wenn es der Patient von den Myalgien her toleriert. Ich habe Ihnen jetzt alle verfügbaren Statine mal gegeneinander aufgestellt. Beginnen möchte ich mit dem Rosuvastatin. Maximale Senkung 60%. Wenn wir auf die 40 Milligramm gehen, in Ausnahmefällen dann sogar 63%. Dicht gefolgt vom Atorvastatin mit 54%. Simva, was ja immer noch weit verbreitet ist und jahrelang das Lieblingsstatin überhaupt war, nur bei 39%. Die 46% erreichen wir nur bei der Dosierung von 80 Milligramm und die wird wegen der hohen Nebenwirkungsrate nicht empfohlen. Hier nochmal die Äquivalenzdosis. 5 Milligramm Rosuvastatin entsprechen 10 Milligramm Atorvastatin oder 20 Milligramm Simvastatin. An der Stelle auch wichtig, der Metabolismus, also insbesondere das Zytochrom P3A4, über das Atorvastatin, Simvastatin und Lovastatin metabolisiert werden. Das ist ein Isoenzym vom Zytochrom P450, über das ja viele Medikamente verstoffwechselt werden. Und darüber erklären sich auch die Wechselwirkungen, also über den Zytochrom P3A4-Metabolismus kommt es zu Wechselwirkungen. Ich habe jetzt nur mal die allerwichtigsten, meiner Meinung nach allerwichtigsten, rausgeschrieben. Das sind die Calciumkanalblocker, Amiodaron, Makrolid-Antibiotika. Aber es gibt noch ganz viele andere Medikamente, wie auch das Colchicin, Thrombozytenaggregationshemmer, also das Warfarin ist auch noch ein Medikament, was in Wechselwirkung tritt. Wir müssen es einfach bedenken. Kontraindikationen für Statine.
unklare Lebererkrankungen und Transaminasenerhöhungen auf das über Dreifache. Rosuvastatin dürfen wir leider bei einer GFR von kleiner 30 Milliliter pro Minute nicht mehr einsetzen. Ich empfehle immer, die Dosis vorsichtig hoch zu titrieren. Und meine Patienten, die werden nach 4 Wochen im Schnitt zum ersten Mal kontrolliert. Jetzt zu den Nebenwirkungen der Statine. Die häufigsten Nebenwirkungen sind die SAMS, also die statinassoziierten Muskelsymptome, treten bei bis zu 15% der Patienten auf. Die statinassoziierten Myopathien sind mit 0,1% aber deutlich seltener. Und die gefürchtete Rhabdomyolyse tritt Gott sei Dank nur noch bei 0,01% der Patienten auf. Es wird vermutet, dass eine genetische Prädisposition dahinter steckt. Da wird im Moment auch sehr, sehr viel geforscht. Aber auch hohes Alter, Infektkonstellation, Diabetes, Alkoholabusus, exzessives Krafttraining, niedriger BMI und asiatische Herkunft prädisponieren zum Entwickeln von den SAMS. Was können wir tun, wenn sie auftreten? Wir sollten das Statin für 2 Wochen pausieren, bei deutlicher Laborwertveränderung auch mal 4 Wochen pausieren und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können entweder auf ein Statin einer anderen Gruppe umstellen. Die Gruppen sind Atorva und Simvastatin, Rosuva und Pravastatin und die dritte Gruppe ist das Fluvastatin. Wir können außerdem eine niedrigere Dosierung wählen, wenn der Patient mit einer hohen Dosis in die Therapie gegangen ist. Und wir können die Einnahme auf jeden 2. Tag strecken. Das funktioniert hervorragend beim Rosuva und beim Atorvastatin, denn die haben Halbwertszeiten von 19 und 14 Stunden. Bei den anderen Statinen funktioniert es nicht so gut. Die haben Halbwertszeiten von 2 bis 3 Stunden. Wir müssen natürlich, wenn die Laborwerte erhöht waren, diese auch kontrollieren. Und kleiner Tipp am Rande, Vitamin D und oder Magnesium erhöhen die Verträglichkeit. Das ist zwar nicht in Studien belegt, aber es funktioniert erfahrungsgemäß ganz gut. Die nächste Eskalationsstufe wäre jetzt das Ezetimib. Das hemmt die enterale Cholesterinresorption, ist somit optimaler Partner für die Statine. Wir erreichen damit eine Senkung von maximal 25%. Nebenwirkungen sind vergleichsweise gering. Wenn sie auftreten, sind sie meistens gastrointestinal. Ganz selten kommt es mal zu Überempfindlichkeitsreaktionen, Myopathien oder Transaminasenerhöhungen. Seit November 2020 auf dem Markt die Bempedoinsäure, die greift im gleichen Stoffwechselweg wie die Statine, während die Statine hier die HMG-CoA-Reduktase hemmen, macht die Bempedoinsäure 1 Stufe früher, da hemmt sie die ATP-Citratlyase. Der Effekt ist derselbe, eine Verminderung der LDL-Produktion und eine Erhöhung der LDL-Rezeptordichte. Ganz wichtig, die Bempedoinsäure wirkt nicht am Skelettmuskel, also die Bempedoinsäure wird dort nicht aktiviert, das heißt, es sollten eigentlich keine Myalgien auftreten. Was kann die Bempedoinsäure? Also wir haben ja 2 Dosierungen zur Verfügung. Einmal die Bempedoinsäure Mono, das Nilemdo und einmal in Kombination mit Ezetimib, das wäre dann das Nustendi. Wenn Sie das Nilemdo geben ohne Statin, erreichen Sie eine Senkung von 23%. Mit Statin zusätzliche Senkung von 17%. Und wenn Sie zum Statin dazu die Kombi geben, also das Nustendi, erreichen Sie zusätzliche 36%. Netter Nebeneffekt, die Bempedoinsäure senkt auch noch das hochsensitive CRP um 19-33%, was ja auch der Arterioskleroseentstehung entgegenwirkt dann. Nebenwirkungen sind an erster Stelle zu nennen die Hyperurikämie. Also wenn jemand eine Gicht in der Anamnese hatte, sollten Sie es nicht verordnen. Anämie, Transaminasenerhöhung, reversible minimale Krea-Erhöhung und Gliederschmerzen können auch auftreten, sind aber selten. Jetzt, eins noch, wir müssen, wenn wir Bempedoinsäure mit Simvastatin kombinieren, aufpassen, da dürfen wir nicht mehr als 20 Milligramm Simvastatin geben. Gilt für die anderen Statine nicht, das ist wohl eine Ausnahme. Jetzt bin ich mit den oralen Therapien schon am Ende und wir kommen zu den subkutanen Therapien. Die basieren alle auf einer Senkung von PCSK9. Nochmal kurz zur Erinnerung, PCSK9 wird in der Leber gebildet, in die Blutbahn abgegeben. Und wenn so ein LDL-Partikel kommt und an den LDL-Rezeptor andockt und das PCSK9 dazukommt, wird das LDL zwar noch in die Leberzelle eingeschleust, aber
Während normalerweise der Rezeptor wieder an die Oberfläche zurückkommt und das bis zu 100 Mal, geht er, wenn das PCSK9 dranhängt, kaputt. Folge ist niedrige Rezeptordichte und ein Anstieg vom LDL-Cholesterin. Jetzt gibt es zwei therapeutische Ansätze. Das eine sind die monoklonalen Antikörper, die einfach das PCSK9 binden, was schon gebildet ist. Da haben wir zwei Präparate zur Verfügung, das Alirocumab und Evolocumab, also das Praluent und das Repatha. Die gibt es in unterschiedlichen Dosierungen und die werden alle 14 bzw. 28 Tage, je nach Stärke, subkutan durch den Patienten selbst mit sehr einfach zu bedienenden Einwegpens verabreicht. Die Senkungen, die wir damit erreichen, sind stolze 60%. Bei einer geringen Nebenwirkungsrate, also wenn, dann kann es mal zu einer grippeähnlichen Symptomatik nach Injektion kommen, die aber in der Regel rasch wieder abklingt. Wichtig ist bei diesen Präparaten, die Erstverordnung darf nur durch Kardiologen, Angiologen, Nephrologen, Diabetologen, Lipidologen bzw. in lipidologischen Ambulanzen arbeitenden Ärzte erfolgen und die Verordnungskriterien müssen erfüllt sein. Auf die möchte ich nachher nochmal gesondert eingehen. Der zweite Ansatz ist die PCSK9-Synthesehemmung. Da haben wir seit Februar letzten Jahres die Small Interfering RNA zur Verfügung, die die PCSK9-Bildung in der Leber hemmt. Wirkstoff ist das Inclisiran. Es handelt sich dabei um eine doppelsträngige Small Interfering RNA, die den Mechanismus der RNA-Interferenz zur Hemmung der Synthese von PCSK9 in der Leber nutzt. Und dass es wirklich auch nur in der Leber passiert, dafür ist dieses GalNAc verantwortlich. Das GalNAc garantiert die Leberspezifität, dass das Inclisiran kommt wirklich durch das GalNAc ausschließlich in Leberzellen rein. Wie gesagt, Wirkstoff ist Inclisiran, Handelsname ist Leqvio. Wenn Sie die Therapie begonnen haben, erfolgt die zweite Gabe nach 3 Monaten und dann wird alle 6 Monate mit einer subkutanen Gabe die Therapie fortgesetzt. Die subkutanen Gabe muss anders als bei den Antikörpern in der Praxis erfolgen, also sie muss durch medizinisches Fachpersonal erfolgen. Die Senkung ist mit 51% etwas geringer als bei den Antikörpern. Dafür haben wir aber bei dem Inclisiran nachgewiesenermaßen Nebenwirkungen auf Placebo-Niveau. Wenn sie überhaupt auftreten, dann treten sie nur lokal auf, also Rötung, Juckreiz um die Einstichstelle. Die Erstverordnung ist genau wie bei den PCSK9-Inhibitoren auf die gerade genannte Ärztegruppe beschränkt. Und auch hier müssen die Verordnungskriterien erfüllt sein. An der Stelle möchte ich jetzt noch auf die Verordnungskriterien eingehen. Also sowohl die Antikörper als auch die PCSK9-Synthesehemmer sind recht teuer, also wir bewegen uns da im Rahmen von 6.000 Euro pro Jahr. Wir dürfen sie verordnen, aber wir dürfen sie nur unter bestimmten Bedingungen verordnen. Die habe ich jetzt mal gestrafft zusammengefasst. PCSK9-Inhibitoren und PCSK9-Synthesehemmer gelten unter folgenden Kriterien als wirtschaftlich und verordnungs- und erstattungsfähig, also zulasten der gesetzlichen Krankenkassen. Bei Hoch- und Höchstrisikopatienten, also das sind die, um die es uns ja im Moment auch hier geht, wenn der Zielwert mit maximal diätetischer und maximal tolerabler oralmedikamentöser Therapie nicht erreicht werden kann. Und das muss grundsätzlich über 12 Monate praktiziert werden, wobei da auch Ausnahmen zulässig sind. Also grundsätzlich heißt nicht verpflichtend, sondern wenn wir einen Patienten haben, der wirklich Höchstrisikopatient ist und wir stellen nach wenigen Monaten fest, wenn der mit seinem Infarkt und seinen 5 Stents aus dem Krankenhaus kommt, wir schaffen es nicht ohne, dann dürfen wir das auch früher machen, die Subkutantherapien einsetzen. Wichtig, bei Statinintoleranzen müssen immer mindestens 2 Statine eingesetzt werden. Also es reicht nicht, wenn der Patient sagt, ach nee, ich habe es irgendwann mal gehabt, aber nicht vertragen. Wir müssen es wirklich belegen können, welches Statin und warum es nicht vertragen wurde. Und ganz wichtig, es muss alles lückenlos dokumentiert werden. Also es muss jeder Schritt, jede Maßnahme irgendwo zu Papier gebracht werden und muss nachvollziehbar sein. Erst dann
dürfen wir diese wirklich wirkungsvollen Präparate einsetzen. Also der Patientenwunsch allein reicht nicht. Jetzt komme ich schon zum Schluss. Ich möchte Ihnen nochmal zusammenfassen, die Senkungspotenziale gegeneinander zeigen. Statine 50%, Ezetimib 22%. Die beiden in Kombination schaffen 65%. Bempedoinsäure alleine gegeben 23%. Bempedoinsäure in Kombination mit Ezetimib zu einer bestehenden Statintherapie dazu 36%. PCSK9-Inhibitoren alleine gegeben 60%. Die siRNA-Therapie 51%. Und als letztes noch eine Kombi, also eine von vielen Kombinationsmöglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Statin, Ezetimib und PCSK9-Hämmer durch Studien belegt. Da sind wir bei 85%. Und ich denke, die Zahlen zeigen, wir haben wirklich die Möglichkeit, fast jeden unserer Höchstrisikopatienten in den Zielbereich zu bekommen. Wir müssen es nur tun. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben ja gesagt, am Ende von diesem Block sind wir offen für Fragen. Ich glaube, es stehen auch schon einige im Chat. Ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt. Frau Löhlein, sind Fragen im Chat? Ich gucke jetzt erstmal in den Raum. Sind Fragen im Raum? Es ist schon noch auch aus früherer Zeit. Springt es gerade weg? Ins Plenum rein, wie es ausschaut. Fragen zu den Vorträgen bis jetzt. Vielleicht auch Fragen zur Initiative. Liebe Nicole und der Rest, den ich noch nicht persönlich begrüßt habe, super schön, wirklich, das muss ich ja loben erwähnen, aber jeder, der mich kennt, weiß ja, jeder Patient, der seine LDL-Ziele erreicht, ist ja ein Zugewinn letzten Endes. Meine Frage richtet sich tatsächlich ein bisschen provokativ, wenn ich ehrlich sein darf. Ich kenne den GBA-Beschluss, ich glaube, den kennen wir alle, die PCSK9-Hämmer und auch siRNAs einsetzen, glaube ich, bestens. Und Herr Viapiano wird uns da, glaube ich, noch was dazu sagen. Ein Beispiel. Und das ist ja Real-Life-Beispiel, was ich auch schon mal präsentiert habe. Eine klassische Patientin mit einer familiären Hypercholesterinämie, einem genetischen Defekt im Transporter, die unter Statinen Leberwerterhöhungen im dreistelligen Bereich kriegt. Unter Atorvastatin 40. Dann brauche ich nicht anfangen mit Rosuva und so weiter. Also irgendwann bestimmt. Kann man ja alles probieren, aber letzten Endes, das sind ja unsere Patientinnen, wie wir sie ja auch schon kategorisieren, mit dem hohen kardiovaskulären Risikoprofil. Und müssen wir dann wirklich 12 Monate warten? Aber ich glaube, das hast du ja wunderbar betont, dass du gesagt hast, grundsätzlich. Und das andere ist 2 Statine. Also das ist, glaube ich, das, was man wirklich betonen muss. Man muss dokumentieren, alles festhalten und man darf keine Angst haben, PCSK9-Hämmer einzusetzen, oder beziehungsweise, dass sofort der Herr Richter vor der Tür steht. Aber solche Patienten sind natürlich eine pure Ausnahme jetzt. Die kriegt man ja, sieht man ja nicht jeden Tag. Aber solche Patienten müssen geschützt werden. Professor Hart hat ja wunderbar in seinem Vortrag, und Professor Braunwald, da bin ich ja ein absolut großer Fan von diesem Mann, hat natürlich vollkommen recht. Wir schenken 30 Jahre, aber ich glaube, wir sollten das nicht ab 70 bis 100 machen, sondern wir sollten die Kinder mit 6 Jahren anfangen zu behandeln, weil wir können diesen Kindern letzten Endes das normale Leben wie jeder von uns, der keine FH hat. Und auch das müssen wir hier betonen und zu sagen, Leute, so wie Professor Braunwald auf dem ESC 2019, fangt an, früh zu behandeln und so niedrig wie nur möglich das LDL zu senken. Danke. Also liebe Xenia, vielen Dank. Ich habe es ja, glaube ich, in meinem Vortrag auch gebracht. Also das grundsätzlich, ich habe früher auch gedacht, ich muss 12 Monate warten. So hatte ich das verstanden, bis mich irgendwann mal jemand aufgeklärt hat, dass grundsätzlich nicht heißt, dass ich es immer tun muss, sondern wenn ich begründen kann, warum ich früher die PCSK9-Inhibitoren oder siRNA-Therapie einsetze, dann darf ich das. Und da steht wirklich der Schutz des Patienten an oberster Stelle. Zu dem Fall mit der FH, da bin ich immer ganz aufgebracht, weil wenn wir die Verordnungskriterien durchgucken, also jetzt nicht von den PCSK9-Inhibitoren und siRNA-Therapie, wir dürfen, ich habe das auch letztens als Fallbeispiel mal gebracht, wir dürfen in der Primärprävention streng genommen nicht mal
Statine einsetzen, wenn die Patienten kein Score-Risiko von 20% haben. Und diese jungen FH-Patienten, die haben das Risiko noch nicht. Da finde ich keinen Score, der ihnen dieses 20-prozentige Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis irgendwo bietet. Und streng genommen darf ich die noch nicht mal mit einem Statin behandeln. Und das finde ich ist eine Schande bei Therapiekosten im Cent-Bereich. Also das ist mein Statement dazu. Ich mache es trotzdem und ich hoffe, die anderen Kollegen tun es auch. Nicole, gebe ich dir recht. Ich glaube, das machen wir ja beide. Und ich glaube, Herr Viviano, wir haben es ja schon mal drüber unterhalten und drüber diskutiert, primärpräventiv FH. Und ich meine, wenn man das alles dokumentiert, man muss ja auch nicht genetisch testen, FH-Score und das positive Familienrisiko dazu und noch das Lipoprotein kein A und dann hat man schon gewonnen. Ich kann mittlerweile wirklich bestätigen, also zumindest aus dem Rhein-Neckar-Gebiet und dazu sind wir ja alle ja auch hier. Ich glaube schon, dass wir da schon was bewegt haben. Ich sehe mittlerweile, also wenn ich jetzt 2016 mit heute vergleiche, deutlich mehr Patienten, die primärpräventiv behandelt werden. Und auch tatsächlich die Kassenpatienten auf dem KV-Rezept. Aber Herr Fabiano wird uns, glaube ich, dazu noch was sagen. Von daher wirklich ruhig trauen diese Patienten. Ich glaube nicht, dass man dafür vor Gericht muss, oder Herr Fabiano? Nicht aufdecken. Danke. Ja, also vielen Dank für diese super Beiträge. Ich denke, es ist eben auch eine Initiative, wo wir auch dazu beitragen wollen, die Awareness noch mal mehr zu schaffen für die Problematik. Und ich glaube tatsächlich auch, dass noch mal eine Betrachtungsweise sinnvoll ist, dass wir diese Lebenscholesterinjahre, Grammjahre betrachten, weil mit den Patienten, die eben über ihr ganzes Leben hinweg exponiert sind, diesen toxischen Cholesterin und da eben bereits präventiv agieren müssen, das Art 1. Das ist, glaube ich, eine wichtige Patientenkomponente oder ein Kollektiv. Und andererseits eben auch das Kollektiv mit dem hohen und höchsten Risiko, eben die Patienten mit kürzlich zurückliegenden akuten kardiovaskulären Ereignissen, dass wir die eben wirklich in den Fokus rücken und da engagiert dabei sind, möglichst optimale Therapieergebnisse auch zu erzielen. Mal zu, Martin. Da kann ich dir nur beipflichten. Nicole, eine weitere provokative Frage. Jetzt haben wir einen jungen Patienten, der jetzt seine letzten Endes ausgeprägte Lipidstörung hat, hat sein Indexereignis, einen Herzinfarkt, relativ großen Herzinfarkt. Und dann bekommt er ein Vierteljahr später einen erneuten Herzinfarkt. Ist immer noch nicht im Zielbereich. Jetzt gibt es ja von den ESC-Leitlinien 2019 EAS ja eine 2B-Empfehlung, 1B-Empfehlung, dass man dann auf alle Fälle sehr schnell auf PCSK9-Inhibitionen übergreifen sollte. Ist es sozusagen angekommen auf der anderen Seite? Also wird es dann auch zugelassen, wenn man es verordnet? Da richtet man sich dann nach den ESC-Leitlinien. Oder wie sieht das deiner Erfahrung nach? Also ich denke, die in dieser Region verordnenden Kollegen, also die PCSK9-Inhibitoren verordnen, also ihr macht das ja, Thomas, ihr macht das auch. Bei uns ist das angekommen, also ich mache es durchaus. Und wenn du mir einen Patienten schickst und sagst, den kriege ich einfach nicht rein, das sieht man ja recht schnell, wie weit ist er vom Zielwert entfernt. Verträgt er Statine, verträgt er sie nicht? Das hat man ja auch relativ schnell dann die zwei Statine auch dokumentiert durch, ja. Und dann gehe ich ganz, ganz schnell auf PCSK9-Inhibitoren, beziehungsweise wenn du das empfiehlst, dann setze ich das auch um. Noch weitere Fragen hier aus dem Plenum, aus dem Auditorium? Also es gibt aus dem Chat noch zwei Anmerkungen, aber ich glaube, die eine von Herrn Dr. Seufert sollten wir in die Diskussion nehmen. Da geht es auch um die PCSK9-Hämmer, um den Einsatz und wie die Niedergelassenen damit umgehen. Und es gibt von Herrn Dr. von Stritzky eine Anmerkung, ganz spannend, das neue Score 2, der ESC aus 2021 hat nicht mehr das Gesamtcholesterin, sondern das Non-HDL-Cholesterin. Genau, das Non-HDL-Cholesterin im Kalkulator.
Ja, das ist in der Tat auch richtig. Das Non-HDL-Cholesterin ist in dem Fall genauer, weil wir beim Gesamtcholesterin natürlich alles Mögliche noch mit drin haben. Da haben wir den LP-Klein-A-Anteil mit drin. Es wird verfälscht durch die Triglyceride. Also bin ich völlig dabei. Das Non-HDL-Cholesterin ist da der durchaus präzisere Wert. Ich denke, eine Frage, die wir hier auch noch klären könnten, wie erklärt man sich, dass Bempedoinsäure keine Muskelbeschwerden macht? Das erklärt man durch die Aktivierung. Also die Bempedoinsäure, die wird aktiviert durch die, ich vergesse das immer wieder, ACSVL, 10 Jahre. Genau, ja, also und das geschieht nur in der Leberzelle, das geschieht nicht am Muskel, weil der Muskel diesen Aktivator nicht exprimiert. Und dadurch kann man das erklären. Und was halten Sie von Bempedoinsäure als Monotherapie? Setze ich auch ein, aber erst dann, wenn nichts anderes funktioniert. Also wenn der Patient die Statine nicht toleriert, manche vertragen auch kein Ezetimib und dann kann man es durchaus tun. Also wenn die anderen beiden Maßnahmen nicht funktionieren und da bin ich auch ständig im Gespräch mit der Firma, dass man doch die Bempedoinsäure in Mono auch als N3 auf den Markt bringt, das aber leider immer auf taube Ohren stößt. Martin, du hattest noch eine Frage? Nur zwei kleine Anmerkungen. Eine Anmerkung zu dir, Stefan. Du hattest Da Vinci benannt, aber wir als Heidelberger, wir haben ja auch den Herrn Schädler gehabt. Ja. Und es gibt ja den berühmten Spruch vom Herrn Schädler, der Mensch ist nur so alt wie seine Gefäße. Hat er ja auch entsprechend publiziert. Am Ende des Tages, ich glaube, das größte Problem ist natürlich die Vernetzung. Dass wir haben jetzt mittlerweile bei uns im Krankenhaus eine mittlere Verweildauer unserer Patienten bei 4,3. Und da ist der Schlaganfallpatient, der Ältere, auch mit dabei. Das heißt, wir haben nur eine Momentaufnahme und können wahrscheinlich nur auch irgendwie darauf hinweisen. Aber was passiert dann letzten Endes mit dem Patienten, wenn er dann das Krankenhaus wieder verlässt? Und das ist genau die Thematik, die wir permanent diskutieren und weshalb wir hier auch zusammensitzen, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Ja, vielen Dank, Martin. Das ist ganz wichtig und das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Initiative, dass wir diese Patienten einfach auch im niedergelassenen Bereich weiter behandeln oder auch zum Teil sogar detektieren und eben entsprechend versorgen, dass wir einfach die Versorgungssituation hier im Kraichgau zumindest mal verbessern und dafür tun wir, was wir können. Und ich glaube, dafür ist das Netzwerken auch ganz, ganz wichtig. Noch ein kleiner Punkt, eine Anmerkung zu dir, Thomas. Er hat es auch im Prinzip schon angesprochen. Das Krankheitsbild des polyvaskulären Patienten, wir haben jetzt hier natürlich vermehrt über den Herzinfarkt gesprochen und im Einzelnen auch über PAVK. Aber da gibt es schöne Arbeiten vom Deepak Bhatt aus Boston, der klipp und klar in seinem REACH Registry schon vor vielen, vielen Jahren gezeigt hat, da gibt es klare Zusammenhänge. Und der PAVK-Patient ist der kränkeste. Der ist derjenige, der von den drei arteriellen Gefäßbetten, Gefäßarealen, die meiste Beteiligung hat in über 60% der Fälle. Und deshalb ist natürlich auch wieder die Sensibilisierung für uns, dass wir natürlich nicht nur jetzt kardiologisch oder angiologisch oder dergleichen, sondern dass wir da natürlich gesamtheitlich auf den Patienten schauen. Okay, vielen Dank. Ja, Martin, ich möchte das ganz kurz nochmal aufgreifen. Ihr habt eine kurze Verweildauer. Das ist extrem schwierig, den Patienten irgendwie da wirklich zu erfassen in seiner Gesamtheit. Das ist extrem komplex. Was ich fragen würde, wie klappt das oder könnt ihr das umsetzen, den Patienten, weil es ist ja auch möglich, ihn tatsächlich auch schon entsprechend mit den Medikamenten für die Weiterbehandlung zu versorgen, sprich Rezepte auszustellen. Ist das darstellbar im Klinikalltag in dieser kurzen Zeit und mit den ganzen Problemen, die da ja auch die ganzen administrativen Aufgaben noch mit sich bringen? Weil das, denke ich, wäre ein wichtiger Punkt, wenn der Patient ein Rezept für Atorvastatin in der Hand hat, auch wenn es nur eine kleine Packungseinheit ist, die er verordnen durfte, dann hat er schon mal den Einstieg. Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, um den Schritt von der Klinik in den ambulanten Bereich zu schaffen. Also das ist ja genau der Pudelskern.
Also in der kurzen Dauer haben wir gerade eine Momentaufnahme, mehr haben wir nicht. Wir versuchen jetzt, das natürlich in der Umsetzung, wir sehen, wenn die Patienten nicht eingestellt sind, nicht im Zielbereich sind, werden sie alle erstmal auf Atorvastatin oder Rosuvastatin dann entsprechend umgestellt. Wobei auch bei uns Rosuvastatin nicht gelistet ist. Das ist eine Sache, das hat der Herr Weingärtner vorhin schon angesprochen, dem muss man nachgehen. Aber wir haben natürlich nicht die Kontrolle drüber, weil wir die ambulanten Vorrichtungen nicht haben. Und umso wichtiger ist es da, ein entsprechendes Netzwerk eben halt entsprechend aufzubauen. Aber Martin, da kann jetzt in Zukunft der Patientenpass helfen. Wenn du jedem deiner Patienten diesen Pass in die Hand drückst und ihn damit zum Hausarzt schickst, dann sollte das doch eigentlich auch in der Weiterverordnung besser funktionieren. Bringst mich gerade auf eine Frage, die ich initial hatte, als ihr den Patientenpass vorgestellt hattet. Gibt es den auch in der digitalen Form? Ich meine, wir leben in einem digitalen Zeitalter, so als App. Sowas gibt es ja bei den Diabetologen. Xenia, hast du da Erfahrungen zu? Aber man muss da vorsichtig sein, da gibt es viele, viele juristische Hürden auch. Also da kann man sich ganz schön schnell in die Nesseln setzen mit so einer App. Stimmt. Danke, Frau Löhlein. Also es ging ja gerade um die Digitalisierung von dem Pass und Professor Hatt hat gerade angemerkt, weil wegen dem Datenschutz, aber ich glaube schon nicht mal, wenn man die EasyDoc-App betrachtet, muss es ja für Patienten dann auch möglich sein, dass man sagt, komm mal zu, das sind deine Zielwerte. Man sagt ja jetzt nicht, da ist jetzt dein LDL oder da ist das. So, und wo man dann einfach mal, so ist die Idee. Aber Martin, das machen wir. Sind noch weitere Fragen? Im Chat steht, glaube ich, nichts mehr. Ja. Ich hätte noch mal eine Bitte. Können wir über die unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen Rosuvastatin und Atorvastatin noch mal sprechen? Weil das, glaube ich, auch eine praktische Bedeutung hat. Ja, also der Metabolismus, das habe ich ja auf dem einen Slide auch gezeigt, der Metabolismus vom Rosuvastatin geht eben nicht über das Zytochrom P3A4, also nicht über das Zytochrom P450 und damit ist unter Rosuvastatin-Therapie eine wesentlich geringere Wechselwirkung zu erwarten. Also die Problematik, die ich gerade eben aufgeführt habe mit den Calcium-Antagonisten und so weiter, das betrifft Atorvastatin, Simvastatin und das Lovastatin, weil die werden eben über dieses Zytochrom P450-System metabolisiert und die treten dann in Konkurrenz und das ist auch bei dem Warfarin, glaube ich, ist es noch ein Colchicin, Fibrate, Antimykotika, HIV-Therapeutika und so weiter, die treten dann schon in Wechselwirkung und da kann es doch zu einer deutlichen Wirkungsverstärkung auch kommen, beziehungsweise zu einer Erhöhung der Nebenwirkungsrate, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist beim Rosuvastatin deutlich geringer. Deswegen bin ich persönlich ein absoluter Fan vom Rosuvastatin und ich würde mir wünschen, dass ihr das auch in der Klinik implementieren könntet. Ich finde den Vorschlag der Digitalisierung hervorragend. Man könnte dann vielleicht gleich noch den Medikamentenpass mit digitalisieren. Darunter leiden wir sehr und könnte vielleicht auch gleich noch andere Dinge mit digitalisieren. Und dass unseren Patienten, die meist über 70 sind, noch beibringen, damit umzugehen. Dann aber, glaube ich, übernehmen wir uns in diese Dinge, sondern sollten uns auf diese ganz praktischen Dinge beschränken. Dass der Patient zum Beispiel den Pass dabei hat, das wäre schon mal ganz hervorragend. Denn er hat ja nebenbei noch seinen Stentpass mitzunehmen, seinen Markomar-Ausweis, seinen Diabetikerpass und vielleicht auch noch den ein oder anderen Implantat an Hüfte, Kniegelenken oder was er sonst mit sich rumträgt. Also wir sollten, glaube ich, die Brötchen klein backen und hoffen, dass wir die Informationen
von der Klinik zum Patienten, zum Hausarzt und zu uns kriegen, dann sind wir schon sehr dankbar, denn es klappt ja schon zwischen Klinik und niedergelassenem Bereich nicht immer zu wissen, welcher Stent wo sitzt. Und dann sind wir wenigstens dankbar, welche Therapie eingestellt ist. Und da ist der Pass im Moment, glaube ich, ganz hilfreich. Ja, vielen Dank. Sind noch weitere Anmerkungen, Fragen? Im Chat steht nichts mehr. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich unseren nächsten Redner ankündigen, den Dr. Viapiano. Er ist Leiter der Qualitätssicherung bei der KV und auch Leiter des Verordnungsmanagements. Und ich freue mich jetzt auf einen spannenden Vortrag. Ich kenne ihn schon und ich finde ihn jedes Mal wieder toll und sehr hilfreich. Und ich denke, Dr. Viapiano kann uns auch ein bisschen die Angst vor Regress nehmen. Und damit möchte ich an Sie übergeben. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vor allem Dorf Ostwald, vielen Dank für die Einführung und herzlich willkommen zu meinem Part. Ja, ich bin gefragt worden, ob ich Ihnen etwas zur vertragsärztlichen Regulation der Lipidtherapie sagen kann und ob ich Zeit und Lust für diesen Vortrag hätte. Leider hatte ich Zeit und insofern bin ich froh, bei Ihnen sein zu müssen und diesen Vortrag zu präsentieren. Kurz zu meiner Person nochmal. Michael Viapiano, mein Name. Ich weise immer darauf hin, dass ich dieses vordere I für teures Geld gekauft habe, um mich von einer größeren Restaurantkette zu unterscheiden. Das wäre mir aus haftungsrechtlichen Gründen wegen der Insolvenz auch ganz wichtig. Von Hause aus bin ich Mediziner, habe 5 Jahre lang im außereuropäischen Ausland in der Bayerischen Oberpfalz gearbeitet. Da war ich in der Dermatologie tätig, 5 Jahre Praxis und seit 1999 bin ich in der KV-Welt unterwegs, zuerst KV Nordbaden, die jetzt noch als Überbleibsel die Bezirksdirektion Karlsruhe der KV Baden-Württemberg ist, die ich leite. Und thematisch ist mein Schwerpunkt eben der Geschäftsbereich Qualitätssicherung und Verordnungsmanagement. Hier unten noch meine extrinsische Motivation für meine Teilnahme am heutigen Tag und dass meine Expertise sonst auch gefragt ist, sehen Sie über meine potenziellen Interessenkonflikte. Ich arbeite daran, alle 26 Buchstaben des Alphabetes abbilden zu können, bin auf einem guten Weg dahin. So, was habe ich Ihnen mitgebracht? Die Rahmenbedingungen noch einmal des wirtschaftlichen Verordnungs und wie wir sie übergetragen haben in das Arzneimittelrichtwertsystem in Baden-Württemberg. Und da will ich eben dann den Fokus legen auf die Mittel bei Fettstoffwechselstörungen, die PCSK9-Hemmer und so einen Ausblick auf die Zahlen, Daten und Fakten unseres Richtwertsystems in der Realität. Fangen wir also mit den Rahmenbedingungen an. Die Rahmenbedingungen sind erstmal ganz lapidar im Sozialgesetzbuch 5 unter dem Begriff Wirtschaftlichkeitsgebot festgelegt. Und da ist eben dieser eine lapidare Satz drin. Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Und egal, wie viele Jahrzehnte an Gesundheitsreformgesetzen wir in der Vergangenheit hatten, dieser eine Satz ist unverändert geblieben und bestimmt deswegen auch das politische Handeln, was eben auch die Politik dann zu ihrer Wirtschaftspolitik und den Wirtschaftlichkeitsprüfungen veranlasst hat. Die Älteren von Ihnen werden sich an diese Dame erinnern. Man erwartet normalerweise jetzt ja immer Karlchen überall zu sehen, wie wir Herrn Lauterbach mittlerweile ja liebevoll nennen. Aber von dem gibt es keine Aussagen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung. Da gibt es eben nur die Aussage, dass wir wahrscheinlich alle sterben werden an der Pandemie. Und ich anderes geben die Daten nicht her. Und ich muss hier wahrscheinlich, wenn die Pandemie vorbei ist, eine eigene Wohnung suchen, weil ich ja nicht mehr in die Talkshows kann. Ja? Also mehr brauchen Sie zu Karl Lauterbach nicht mehr zu sagen. Also für die Wirtschaftlichkeitsprüfung hingegen ausschlaggebend war Frau Ulla Schmidt, die eben immer wieder darauf hingewiesen hat, dass Ärzte viel zu häufig teure neue Medikamente verordnen, ja, statt bewährte generische Präparate, ja, die auch viel sicherer sind für die Versicherten, ja, und viel günstiger für die Kassen, ja. Sie soll auch mal gesagt haben, wie soll ich wissen, was ich denke, ja, bevor ich gehört habe, was ich sage, ja. Das ist aber ein Gerücht, ja. Aber auf jeden Fall, also Frau Ulla Schmidt war verantwortlich für die Wirtschaftlichkeitsprüfung, die wir in vielen, vielen Gesetzen hatten und die dann im Jahr 2017 über das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz eine Neuregelung erfahren hat. Das Gesetz ist 2015 in Kraft getreten und 2017 war eben dann die Änderungsmöglichkeit der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Für uns ist dann eben hier dieser Paragraph 106b, die Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen, ausschlaggebend für den ambulanten Bereich.
Das, was dort als Prüfkriterien dann für Arzneimittel zugrunde gelegt wird, ist relativ freizügig. Man hat gesagt, das ist den regionalen Vertragspartnern freigestellt. Man kann also Versorgungs- oder Wirtschaftlichkeitsziele vereinbaren. Das haben einige KVen über Quotenregelungen gemacht. Oder aber, und das ist der Schwerpunkt, den wir in Baden-Württemberg gesetzt haben, man kann auf die indikationsgerechte wirtschaftliche Wirkstoffauswahl fokussieren. Und das ist im Prinzip die Grundlage gewesen für unser Arzneimittelrichtwertesystem, das seit 2017 existiert, was aber jährlich aktualisiert wird, also deswegen auch für 2022 leichte Anpassung erhalten hat. Die wesentliche Grundaussage, wir haben uns in Baden-Württemberg von der Richtgröße als altem Regulationsmechanismus ganz verabschiedet. Also nach 19 Jahren, in der die Richtgröße galt, haben wir hier zu Badisch-Schwäbisch AD gesagt oder auf Neudeutsch Fuck off Benchmark. Also mit der Richtgröße haben wir in Baden-Württemberg nichts mehr zu tun. Der Richtwert unterscheidet sich jetzt von der Richtgröße in einem besonderen Punkt. Nämlich die Richtgröße war ein unspezifischer Durchschnittswert, der über alle Behandlungsfälle einer Fachgruppe völlig undifferenziert gelegt worden und berechnet worden ist. Der Richtwert bezieht sich jetzt nur noch auf Patienten mit Arzneimittelverordnung. Also die Behandlungsfälle interessieren nicht mehr, nur noch die Verordnungsfälle. Wir betrachten diese Verordnungsfälle jetzt eben differenziert. Einmal nach den behandelten Indikationen, also nach Arzneimitteltherapiebereichen, legen dem dann bestimmte Therapiekosten, die Arzneimitteltherapie-Richtwerte zugrunde und berücksichtigen auch, in welcher Fallzahl diese Indikation, diese Patienten dann in einer Praxis auftreten. Diese Arzneimitteltherapiebereiche sind 67, die wir in Baden-Württemberg ermittelt haben. Das sind also alle Wirkstoffe, die in Baden-Württemberg verordnet werden. Und sie werden nach ihren Anwendungsgebieten, nach ihrem therapeutisch-chemisch-anatomischen Code zusammengruppiert. Und diese Gruppierungen, Arzneimitteltherapiebereiche, werden dann jeder Fachgruppe nach ihren Verordnungsschwerpunkten zugeordnet. Hausärzte haben dann davon 30, weil sie natürlich über viele Indikationsgebiete verordnen. Ein Augenarzt, der sehr fokussiert, der nur ein einzelnes Organgebiet anschaut, hat eben nur 6. Das soll eben auch diese Bandbreite abbilden. Und dann haben wir gesagt, wir müssen denen auch die Therapiekosten zugrunde legen. Und das haben wir fachgruppenspezifisch ermittelt über diesen sogenannten Richtwert. Da werden im Prinzip Durchschnittswerte in Euro pro Patient und Quartal berechnet. Immer, wie gesagt, bezogen nur auf die Patienten, die auch wirklich aus dem jeweiligen Arzneimitteltherapiebereich eine Verordnung bekommen haben, also nicht über alle Behandlungsfälle. Und dieser Richtwert steht eben dann quartalsweise zur Verfügung. Die Richtwerte werden jährlich neu ermittelt, weil sowohl das Verordnungsgeschehen in einer Fachgruppe als auch die Marktentwicklung hier berücksichtigt werden soll. Bei Marktentwicklungen können es beispielsweise geänderte oder neu eingeführte Festbeträge sein. Das können generisch gewordene Originale sein, die dann eben Einsparpotenziale generieren. Es kann aber umgekehrt auch sein, dass ein neues Mittel auf den Markt kommt, was bis dato noch nicht in den Verordnungen abgebildet war, was natürlich auch zu einer Erhöhung der Richtwerte führen kann. Die Richtwerte sind auf jeden Fall Bruttobeträge. Das heißt, es wird das berechnet, was in der Apotheke auf das Rezept gedruckt, taxiert wird. Also der Apothekenverkaufspreis fließt in die Richtwerte ein. Da werden keine Patientenzuzahlungen, keine Rabattbeträge, keine zwangsverordneten Abschläge oder sonst wie berücksichtigt. Der Apothekenverkaufspreis, das, was auf dem Rezept steht, wird auch die Grundlage für den Richtwert. So, und jetzt erläutere ich Ihnen das an dem Beispiel der Mittel bei Fettstoffwechselstörungen. Das ist bei uns der Arzneimitteltherapiebereich 10. Da sehen Sie auf der linken Seite einmal, dass wir gesagt haben, alle Wirkstoffe, die in diesem Bereich Fettstoffwechselstörungen angesiedelt sind, werden hier zusammengefasst. Da sind natürlich drin die Ihnen bekannten Statine. Da sind aber auch noch drin die Fibrate. Und dann kommen auch noch so gallensäurebindende Mittel, also Sachen, die man früher in Staatsexamen da kurz nach dem Krieg noch lernen musste, weil wir hatten damals nichts anderes. Aber sie gehören anatomisch-therapeutisch dazu. Deswegen sind sie hier mit aufgelistet, aber genauso auch wie Ezetimib. Und auf der rechten Seite sehen Sie die Fachgruppen, für die wir gesagt haben, das ist ein Verordnungsschwerpunkt, weil die hier gehäuft solche Präparate verordnen. Das wären also die Internisten ohne Schwerpunkt, dann die Angiologen, Endokrinologen, Kardiologen, Nephrologen und natürlich die Hausärzte.
Und dem hatte ich ja gesagt, ordnen wir einen Richtwert zu, der die Therapiekosten abbildet. Also hier einmal zu sehen die fachgruppenspezifische Berechnung und dann auch mal jetzt über 3 Jahre die historische Entwicklung. Die Angst am Anfang war, wenn wir diese Richtwerte ermitteln, werden wir ja immer nur Einsparpotenziale generieren wollen. Also werden sich die Richtwerte irgendwann asymptotisch der Nulllinie annähern, bis man gar nichts mehr verordnen kann. Und hier zeige ich Ihnen im Prinzip sehr schön, dass es tatsächlich verschiedene Einflussfaktoren gibt, die die Richtwerte sowohl in die eine als auch in die andere Richtung beeinflussen können. Wenn Sie auch von 2020 auf 2021 sehen, haben wir durchweg eine Erhöhung der Richtwerte, weil sich hier im Verordnungsgeschehen, auch im Preisgeschehen, es sich so entwickelt hat, dass wir höhere Therapiekosten am Markt sahen. Auf 2022 sehen Sie jetzt durchweg eine Verringerung der Richtwerte. Das hat noch gar nicht mal so einen qualitativen Grund, sondern hier ist es einfach so, dass die Ezetimib-Präparate einem Festbetrag zugeführt worden sind und dadurch einfach Ezetimib günstiger geworden ist, also herunterkalkuliert werden konnte in den Richtwerten und entsprechend kam es zu einer Absenkung der Richtwerte, ohne dass man da jetzt im Prinzip therapeutisch etwas geändert hat. Das sind jetzt die Rahmenbedingungen, die wir regional über unsere KV-Vereinbarung steuern können. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen was über Arzneimittelrichtlinie und GBA-Beschlüsse gehört. Und das ist nämlich jetzt der andere Faktor, der auch die Verordnungsmöglichkeiten für Mittel bei Fettstoffwechselstörungen beeinflusst. Der gemeinsame Bundesausschuss erlässt eine Arzneimittelrichtlinie. In der Arzneimittelrichtlinie gibt es eine Anlage römisch 3, die Verordnungsvoraussetzungen, Verordnungseinschränkungen beinhaltet und definiert. Und in dieser Anlage römisch 3 gibt es die Nummer 35, die bezieht sich auf Lipidsenker. Und da sehen Sie, steht genau das drin, was wir vorhin im Rahmen der Primärprävention diskutiert haben, dass nämlich Lipidsenker nur zulasten der GKV verordnungsfähig sind, wenn ich eine bestehende vaskuläre Erkrankung habe, also sprich ein stattgehabtes Ereignis, oder wenn ein hohes kardiovaskuläres Risiko besteht, wir also über 20% der Ereignisrate auf 10 Jahre kommen bei der Zugrundelegung der entsprechenden Risikokalkulatur. Dass auch der GBA da lernfähig ist und sagt, wir können hier gegebenenfalls auch ein paar modifizierte Indikationen noch hinzunehmen, sehen Sie, dass seit dem 20. Februar 2021 noch weitere Patienten hier mit aufgenommen wurden. Einmal die Patienten mit dem familiären Chylomicronämie-Syndrom. Da bin ich sehr stolz darauf, dass ich bei diesem Vortrag bisher immer fehlerfrei das familiäre Chylomicronämie-Syndrom erwähnen konnte. Oder ein hohes Risiko für Pankreatitis haben. Also eine etwas erweiterte Patientenklientel. Aber andersrum ausgedrückt, für Patienten, die all diese Indikationen nicht erfüllen, keine vaskuläre Erkrankung, die in dem Risikorechner eben nicht auf das hohe Risiko kommen oder eben nicht zu den genannten Indikationsgruppen gehören, ist im Prinzip eine Verordnungsfähigkeit der lipidsenkenden Arzneimittel zulasten der GKV ausgeschlossen. Andererseits haben wir jetzt ja schon gehört, Statine sind generisch verfügbar, die sind bei Tagestherapiekosten im Centbereich und sie haben entsprechend hohe Arzneimitteltherapie-Richtwerte zur Verfügung. Und das ist das, was ich vorhin sagte, also mit einer eingeleiteten monogenerischen Statintherapie werden Sie nicht in die statistische Auffälligkeit und damit in die Pflicht kommen, Ihre Therapieentscheidungen begründen zu müssen vor einem Prüfgremium. Wichtig ist natürlich trotzdem, eine solche Statintherapie in der Patientendokumentation dann nachvollziehbar zu hinterlegen. Aber wie gesagt, eine statistische Auffälligkeit, wenn man jetzt eben nicht hundertprozentig die Vorgaben des GBA berücksichtigt, befürchte ich nicht. Aber ich darf natürlich nicht sagen, dass Sie zulasten der GKV Statine ohne Indikation verordnen dürfen. Es gilt die GBA-Richtlinie. Ja, wenn ich es Ihnen erlauben würde, müsste ich Sie danach umbringen und das möchte ich nicht. Also deswegen kann ich es nur so formulieren. So, neu hinzugekommen, auch in unseren AT-Bereich 10, ist dann die Bempedoinsäure, nachdem sie auf den Markt gekommen ist. Das war eine Entscheidung bei uns, der AG Arzneimittel, die wir eben zusammen mit den Krankenkassen als Steuerungselement für unser Richtwertsystem haben. Seit 25. Februar ist also die Bempedoinsäure auch in dem AT-Bereich 10 mit abgebildet.
Und auch der GBA war nicht untätig. Die Benzoinsäure musste ja dann das Zusatznutzenbewertungsverfahren durchlaufen und hat dann zum 15.04.2021 auch ihr abschließendes Urteil bekommen. Der GBA hat hier zwei Patientengruppen sich angeschaut. Einmal die Erwachsenen mit primärer Hypercholesterinämie oder eben der Dyslipidämie, bei denen medikamentöse und diätetische Optionen noch nicht ausgeschöpft waren. Das heißt, hier wäre dann die alternativ- oder zweckmäßige Vergleichstherapie die Gabe von Statinen, Cholesterinresorptionshemmern, Anionenaustauschern. Das Maß des Zusatznutzens für die Bempeduinsäure, auch in Kombination mit Ezetimib, war hier nicht belegt. Dann hat man sich die zweite, etwas höhere Risikogruppe angeschaut, all die Erwachsenen, bei denen eben die medikamentösen Maßnahmen und diätetischen Optionen ausgeschöpft waren, bis eben auf die PCSK9-Hämmer. Damals war es nur das Evolocumab, was dann auf dem Markt verfügbar war, sodass also die zweckmäßige Vergleichstherapie hier die der PCSK9-Hämmer oder die LDL-Apherese waren. Und auch hiergegen war das Ausmaß des Zusatznutzens nicht belegt. Jetzt hätte man sagen können, wahrscheinlich sind die Produktmanager von der Ishizankyo dann hier kurz vor der Suizidalität gewesen. Aber es ist nicht ganz so schlimm, denn die Zusatznutzenbewertung hat nur insofern eine Bedeutung, dass sie nicht die Verordnungsfähigkeit eines Präparates völlig verneint bei fehlendem Zusatznutzen. Wenn der Zusatznutzen fehlt, heißt es nur, das Präparat hat ja eine Zulassung, die seine Wirksamkeit und Sicherheit weiter belegt und damit ist es auch weiter verordnungsfähig. Der Zusatznutzen sagt nur etwas aus über die Wirtschaftlichkeit der Verordnung und die darf eben dann bei einem fehlenden Zusatznutzen maximal so hoch sein wie der Preis der zweckmäßigen Vergleichstherapie, gegen die ich keinen Zusatznutzen hatte. Das heißt also bei der Bempeduinsäure bei beiden Patientengruppen keinen Zusatznutzen. Ich darf entweder nicht teurer sein als die Statintherapie, wenn diese Therapie noch nicht ausgeschöpft war, oder bei der Patientengruppe mit der ausgeschöpften Therapieoption, ich darf dann nicht teurer sein als PCSK9-Hämmer bzw. LDL-Apherese. Und das ist ja auch das Preisniveau, in dem sich dann die Bempeduinsäure angesiedelt hat. Wie sieht es jetzt bei den Verordnungsentwicklungen, bei den Fettstoffwechselstörungen aus? Das ist einmal das Gesamtjahr 2020. Also hier sehen Sie nochmal die einzelnen Fachgruppen aufgelistet und das Verordnungsvolumen. Sie sehen natürlich, die Hausärzte machen mit knapp 71 Millionen Euro hier das Maximum oder den größten Anteil von 96% in diesem Verordnungsbereich aus. Sie sehen dann auch ganz rechts, mit den roten Zahlen, das ist drei Fachgruppen, Kardiologen, Nephrologen und die Internisten ohne Schwerpunkt, sind, die den größten Differenzwert haben zwischen dem Richtwert, der berechnet wurde, und den tatsächlichen Verordnungskosten und Fallwerten, die hier entstehen. Bei den Nephrologen waren es dann fast 27%. Wichtig ist aber, eine wirtschaftliche Auffälligkeit entsteht nicht, wenn ich als Verordner in einem der AT-Bereiche eine Überschreitung der Richtwerte habe. Die wirtschaftliche Auffälligkeit würde nur bestehen, wenn ich über alle meine verordneten Patienten und alle behandelten Indikationen mehr als 25% über dem Richtwertvolumen liege. Also in einzelnen AT-Bereichen kann ich durchaus, wie auch in diesen Fällen, eine Abweichung zwischen Richtwert und Fallkosten haben. Das führt noch nicht zur Auffälligkeit. Und solche Entwicklungen sind manchmal dann auch eben Grund für uns nochmal zu schauen, stimmen denn die Richtwerte, die wir berechnet haben? Und so haben wir dann ja auch 2021 eine deutliche Erhöhung der Richtwerte gehabt. Das ging ja bei den Nephrologen nochmal auf 38 und bei den Kardiologen dann auf 39 Euro. Und das hatte dann auch tatsächlich zur Folge, dass wir eben 2021 mit den Richtwerten deutlich besser die tatsächlichen Fallwerte abbilden und jetzt im Prinzip keine Fachgruppe mehr nach oben auffällig ist. Jetzt müssen die Internisten ohne Schwerpunkt eher aufpassen, dass sie nicht nach unten auffallen. Ja, also sie müssen deutlich mehr verordnen. Nein, würde ich nicht sagen. Aber also auf jeden Fall, sie sind jetzt auf jeden Fall alle im Rahmen der Richtwerte. So, und dann gibt es eben noch die Besonderheit der hochpreisigen Therapie der PCSK9-Hämmer. Die PCSK9-Hämmer unterliegen auch wieder diversen Regelungen.
Wenn ich Ihnen hier mal die bundesdeutsche Landkarte präsentiere, das ist so ähnlich der Föderalismus wie bei den Corona-Verordnungen. Ja, also jedes Bundesland sagt, wir machen das ein kleines bisschen anders, weil Sie sehen, es gibt anerkannte Praxisbesonderheiten mit Vorwegabzug, es gibt entlastende DDD-Ziele, keinen Vorwegabzug, ein Verweis auf den KBV-Medikationskatalog. Sie haben also alles irgendwie in den Bundesländern drin. Deswegen empfehle ich Ihnen, gerade wenn Sie Ein- oder Durchschlafstörungen haben, schauen Sie gerne mal auf die Tabelle, lesen Sie sich mal diese Bestimmungen im Einzelnen genau durch. Ja, brauchen Sie also jetzt nicht, sollen nur noch mal die Vielfalt präsentieren und einfach noch mal zu zeigen, wie einfach strukturiert das Gesundheitssystem in Deutschland ist. Das ist überschaubar gegliedert. Ja, hier rechts grün sind die Versicherten, hier links in der Mitte die Vertragssätze und dazwischen sind halt ein paar Regelungen, bis Ihre Medizin beim Patienten angekommen ist. Wie haben wir es in Baden-Württemberg geregelt? Wir haben neben unseren Richtwerten hier noch eine Ex-RW-Liste ins Leben gerufen, also außerhalb der Richtwerte. Und da sind Wirkstoffe, Indikationen aufgeführt, wo wir gesagt haben, die sollen explizit nicht in die Kosten des Verordnungsvolumens einfließen, weil sie eben so eindeutige Indikationen haben, dass hier im Prinzip klar ist, weswegen die Verordnung erfolgt. Diese Ex-RW-Liste gilt auch für alle Fachgruppen. Da gibt es eben keine fachgruppenspezifische Unterteilung oder Berechnung, sondern diese Wirkstoffe werden dann von allen gleichermaßen verordnet werden können und gleichermaßen behandelt. Wie gesagt, keine statistische Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das Einzige, was mal geprüft werden könnte, was aber im Ex-RW-Bereich bisher in den vergangenen 5 Jahren noch nicht erfolgt ist, als eine korrekte Indikationsstellung der Wirkstoffe, eine korrekte Verordnungsmenge oder eine wirtschaftliche Produktauswahl. Erfolgt also letztendlich, dass diese Präparate in Label gemäß Fachinformation eingesetzt werden. Auch diese Liste wird jährlich angeschaut, überarbeitet, aktualisiert, haben wir auch für 2022 so gemacht. Und die PCSK9-Hämmer tauchen hier im Bereich der definierten Stoffwechselerkrankungen der Enzymdefekte auf. Eine Zeit lang stammt eben in dieser Liste nur Evolocumab, als eben das Alirocumab zeitweilig wegen Patentstreitigkeiten hier in Deutschland vermarkt war. Mittlerweile ist es ja auch hier in Deutschland wieder verordnungsfähig. Deswegen ist es wieder drauf und neu hinzugekommen ist eben der Wirkstoff Inclisiran mit der Dazugehörigkeit zu dieser Wirkstoffgruppe, auch wenn es eben diese feinen pharmakokinetischen Unterschiede gibt. Auch fürs Inclisiran gibt es mittlerweile eine Beurteilung über den gemeinsamen Bundesausschuss, genau 3 Monate später veröffentlicht als für die Bempedoinsäure. Sie sehen, es sind in der Tat dieselben Patientengruppen hier nochmal in die Indikationsstellung einbezogen worden, also wieder die Erwachsenen, primäre Hypercholesterinämie, Dyslipidämie, ohne Ausschöpfung der medikamentösen und diätetischen Optionen, die Vergleichstherapie ebenfalls wieder Statine, Cholesterinresorptionshemmer, Anionenaustauscher. Was mittlerweile ganz raus ist aus der Vergleichstherapie, sind die Fibrate. Also die nimmt der GBA gar nicht mehr hier in eine zweckmäßige Vergleichstherapie für die Lipidsenkung hinein. Allerdings galt dann auch für Inclisiran, der Zusatznutzen ist nicht belegt gegenüber diesen günstigen Therapieformen. Die zweite Gruppe kennen Sie jetzt auch schon, die mit der ausgeschöpften Therapie, diätetisch und medikamentös, auch hier wieder außer PCSK9-Hämmern und da Alirocumab jetzt wieder auf dem Markt war, war das jetzt eben auch wieder genannt in der GBA-Zusatznutzenbewertung. Das war eben dann mit der LDL-Apherese die Vergleichstherapie. Und auch hier gilt, Inclisiran hat keinen Zusatznutzen gegenüber dieser Therapieform. Jetzt kommt meine Frage, Lernzielkontrolle. Was muss jetzt also der Hersteller von Inclisiran beachten? Genau, oder maximal so teuer wie die Vergleichstherapie. Genau, er darf da nicht teurer werden, damit er wirtschaftlich verordnet werden kann. Der GBA hat einen da aber auch nicht alleine gelassen. Er hat sich gedacht, gut, wir haben in der Nummer 35 der Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinie ja schon was gesagt zu den Lipidsenkern. Wir machen dann aber sicherheitshalber auch noch eine Arzneimittelrichtlinien-Einschränkung für die PCSK9-Hämmer. Da gibt es die Nummer 35a für Evolocumab. Es gibt die Nummer 35b für Alirocumab. Und jetzt lasse ich wieder raten, eine Nummer 35, sehr gut, für Inclisiran. Ja, also die Texte sind im Prinzip identisch, mit dem einen Unterschied, nur bei Evolocumab taucht der erste Spiegelstrich mit der familiären homozygoten Hypercholesterinämie auf.
für die die anderen beiden keine Zulassung haben. Die anderen Aussagen sind aber identisch. Und eben noch der Hinweis oben in der zweiten Zeile nach Statine, das Wort Fibrate ist in der Neufassung dieser 35a bis c jetzt gestrichen worden, weil sie, wie gesagt, nicht mehr in die Vergleichstherapie reinzählen. Aber die Grundaussage des GBA ist auch hier, die PCSK9-Hämmertherapie ist so teuer, dass im Prinzip alle günstigeren Therapieoptionen vorher absolviert sein müssen. Und so steht es dann auch unten drin, dass eben nur eine Indikation für die Verwendung der PCSK9-Hämmer die Hypercholesterinämie mit der entsprechenden genetischen Disposition sein kann. Und hier kommt eben dann nochmal die Einschränkung rein. Aber es muss grundsätzlich diese 12 Monate Therapiedauer mit maximaler medikamentöser lipidsenkender Therapie und diätetischer Therapie erfolgt sein. Und der zweite Aspekt ist, die Ersteinleitung, die Erstverordnung einer PCSK9-Hämmertherapie darf nur durch die hier genannten Fachärzte erfolgen, also die Kardiologen, Nephrologen, Endokrinologen, Diabetologen, Angiologen bzw. Lipidologen. Aber es heißt eben Einleitung und Überwachung der Therapie. Das heißt im Folgeschluss, nach der Erstverordnung können Folgeverordnungen natürlich auch im hausärztlichen Bereich erfolgen, wenn hier beispielsweise eine Kooperation mit den entsprechenden Fachgruppen erfolgt, die dann für die Überwachung zur Verfügung stehen. Und die XRW-Liste, die ich genannt habe, gilt ja für alle Fachgruppen. Das heißt also auch bei Hausärzten, die eine Folgeverordnung von PCSK9-Hämmern vornehmen, wird keine statistische Auffälligkeitsprüfung erfolgen, weil die Therapiekosten nicht in das Richtwertvolumen einfließen. Und wir haben letztendlich in unserer Zielvereinbarung 2022 dann genau diese einzelnen Bestimmungen nochmal zusammengefasst, um sie nochmal bewusst zu formulieren, dass eben die Statine gegebenenfalls in Kombination mit Ezetimib die günstige Einstiegstherapie sind, mit Bempedoinsäure und Inclisiran, die neueren Mittel jetzt auf den Markt gekommen sind, allerdings ohne Beleg eines Zusatznutzens, die Therapiekosten entsprechend deutlich höher sind und dass eben letztendlich dann der kostengünstige Einsatz anderer Optionen oder eben bei den PCSK9-Hämmern die entsprechenden Vorgaben des GBA zu beachten sind. Wie entwickeln sich die Verordnungskosten in diesem hochpreisigen Segment der PCSK9-Hämmer? Sie sehen jetzt über die längeren Jahre betrachtet von Ende 2016, Anfang 2017, das Evolocumab hat steigende Werte. Wir haben einmal ganz kurz hier so eine Plateauphase gehabt. Das war, als die Bempedoinsäure ganz frisch zugelassen war und von dort die ersten Verordnungen gekommen sind. Das war eben durchaus auch der Einsatzzeitpunkt, von dem wir ja reden, dass eben die Bempedoinsäure vor Einsatz von PCSK9-Hämmern hier eine Rolle spielen kann. Mittlerweile nehmen aber auch die PCSK9-Hämmer-Verordnungen weiter zu. Aber auch die Bempedoinsäure hat im Prinzip ihren Platz in den Verordnungen gefunden. Wenn wir die Patientenzahlen uns anschauen, kommen wir so auf gut 4.500 Patienten, die eben mit diesen höherpreisigen Präparaten inklusive Inclisiran derzeit versorgt werden. Und wenn wir uns die Arzneimittelpreise anschauen, beziehungsweise dann die Verordnungskostensummen. Auch da haben wir dann natürlich steigende Werte, auch bei Evolocumab. Die haben wir mittlerweile so bei circa 3 Millionen. Und dann kommt noch mal so, ja, ich denke mal, eine gute Million bei den kleineren wie Bempedoinsäure und Inclisiran dazu. Also 4 Millionen ist dann so nicht der Jackpot, aber sind die Verordnungen im Bereich der PCSK9-Hämmer. Und jetzt möchte ich schließen, und dann haben Sie es auch eigentlich schon gleich geschafft, mit einem kleinen Ausblick auf nochmal die Auswirkungen dieses neuen Richtwertsystems auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung in Baden-Württemberg. Also ich betone nochmal die Vorteile, das muss ich ja machen, die Vorteile des Richtwertsystems gegenüber dem Richtgrößensystem. Wir haben keine Betrachtung der Behandlungsfälle mehr, sondern eine sehr viel differenziertere Betrachtung der Verordnungspatienten, deren eben auch morbiditätsadjustiert erfolgt, dass also sowohl nach den Indikationen, die behandelt werden, als auch nach der Multimorbidität von Patienten Geld in Form dieses Richtwertvolumens zur Verfügung steht. Wir berücksichtigen GBA-Zusatznutzenbewertungen, also was hier mit Zusatznutzen einfließt oder wo dann eben ein vereinbarter Erstattungsbetrag als wirtschaftlicher Betrag mit den
mit dem GKV-Spitzenverband verhandelt worden ist. Auch das fließt hier ein. Und wenn Präparate nach der Zusatznutzenbewertung eine nationale Praxisbesonderheit bekommen, werden auch diese Präparate herausgerechnet. Zwar nicht im Vorfeld, wie in anderen KVen das manchmal erfolgt, sondern bei uns eben nur, wenn ein Arzt tatsächlich auffällig wird im Rahmen seiner Verordnungen, dann würde er um Stellungnahme gebeten bei den Präparaten mit nationaler Praxisbesonderheit, dass er auch wirklich für die dort vereinbarten Indikationen die Verordnung getätigt hat. Dann würde das herausgerechnet und kann dann dazu schon führen, dass der Arzt mit seinem Verordnungsvolumen wieder unauffällig ist. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, nicht die Überschreitung in einem Arzneimitteltherapiebereich führt zu einer Unauffälligkeit, sondern wenn, dann nur die Gesamtüberschreitung aller Verordnungswerte über alle Verordnungspatienten und das noch mit einem zusätzlichen Sicherheitspuffer von +25%. Wenn wir uns jetzt mal über die Jahre anschauen, dann sehen wir, dass das eine sehr stabile Zahl jetzt bei uns in Baden-Württemberg ist. Wir haben knapp 11.000 Praxen, die relevant verordnen. Und wir haben Praxen, die über 25% ihres praxisindividuellen Richtwerts sind, von 2019 295 Stück. Das ist ein Anteil von 2,78%. Ich sage immer, das ist FDP, ja, fast 3%, also alte FDP-Werte, die wir da haben. Wenn wir uns die Richtgrößenzeit noch in Erinnerung rufen, da hatten wir Praxen, die 25% die Richtgröße überschritten hatten, von 2.000 bis 2.500 Stück. Jetzt sind wir hier bei knapp 300 Stück. Und dass das ein relativ stabiler Wert ist, hat uns auch die Auswertung von 2020 gezeigt. Auch hier wieder knapp 11.000 verordnete Praxen, über 25%, wieder 295. Ich habe meinen Datenmanager zwar gefragt, ob er nur vergessen hat, die Zahl zu ändern und mir einfach dieselbe Folie kopiert hat. Aber er hat behauptet, es wäre weiterhin 295 gewesen, hat mir dafür aber dann für 2021 auch mal eine andere Zahl geliefert. Da sind es auch wieder knapp 10.000 verordnete Praxen, über 25%. Gut, sind es jetzt 330. Damit liegen wir aber immer noch weiterhin auf diesen 3%. Und wenn wir dann nochmal die Auswirkungen der Richtgrößenprüfung gegen die Richtwertprüfung vergleichen, wir haben ja eine nochmal absolvierte Richtgrößenprüfung im Jahr 2016 gehabt. Und dann hatten wir ja schon zwei dann tatsächlich durch die Prüfgremien durchexerzierte Richtwertprüfungen 2017, 2018. Jetzt mal losgelöst von den Zahlen der prüfrelevanten Praxen. Dann sehen wir, dass von diesen 2.500 bis zu 2.500 auffälligen Praxen immer noch 700 Prüfverfahren eingeleitet wurden, aus denen dann noch zu gut 40% beschwerende Maßnahmen auch resultierten. Also alles von Regress, Beratung, Vorregress und andere Dinge. Bei den Richtwertprüfungen sehen wir, wir haben eine deutlich reduzierte Zahl der eingeleiteten Prüfungen. Das sind jetzt nur noch 130 bis knapp 160. Ist natürlich bezogen auf die 300 auffälligen mehr. Aber wir ziehen natürlich durch die Morbiditätsorientierung, durch 25% Sicherheitspuffer schon so viele doppelte Netze und doppelte Böden ein, dass dann wirklich nur noch die auffällig werden, wo man wirklich sagen muss, da ist ein Ungleichgewicht in der Verordnung und Versorgung. Deswegen sind hier auch etwas mehr Prüfungen dann eingeleitet und führen dann letztendlich auch zu häufig einer beschwerenden Maßnahme, 104 bis 128. Aber auch bei diesen beschwerenden Maßnahmen hat der Regress deutlich abgenommen. Wir hatten 70 bis 80 Regresse unter der Richtgrößenprüfungszeit. Und wir lagen bei 23 Regressen 2017 und 32 Regressen 2018. Also insgesamt sehe ich hier die positive Auswirkung, dass wir den Kollegen in der Praxis deutlich mehr Verordnungssicherheit und mehr Verordnungsfreiheit geben können. Und ich will dann auch hier ein historisches Zitat bemühen. Herr Lichtenberg hat mal im 18. Jahrhundert gesagt, es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden. Ich sage mal, bei uns ist es anders geworden und ich behaupte auch mal, wie es die Zahlen sagen, es ist besser geworden und deswegen sehe ich auch mit relativ großen, erwartungsvollen Augen in die Zukunft des Verordnungsmanagements in Baden-Württemberg. Vielen Dank. Ja, Herr Piano, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich denke, Sie konnten ein bisschen Licht in das Dunkel des Verordnungsmanagements bringen. Wenn ich unterbrechen darf, ich habe vor einer Woche einen Vortrag gehalten, sagte einer der Teilnehmer, ich bin seit 31 Jahren Vertragsarzt, jetzt habe ich das System mal verstanden. Also, das war, also
Und ich denke, Sie bestärken uns auch durch Ihren Vortrag darin, unsere Patienten wirklich adäquat zu behandeln. Und jetzt möchte ich fragen, gibt es aus dem Publikum oder hier aus dem Plenum Fragen? Ich kann vielleicht schon mal eine vorwegschieben von den Onlinern. Formal gehört ein junger FH-Patient ohne weitere Risikofaktoren doch in die Kategorie hohes Risiko gemäß Score. Dann wäre doch eine medikamentöse Primärprävention auch KV-richtlinienkonform Liga Artis möglich und ohne Nachteil bei der ambulanten Verordnung? Na gut, wie gesagt, ich sage ja, ein Nachteil bei der ambulanten Verordnung ist, denke ich, allein schon durch die Richtwerthöhe, wenn ich da mit einer generischen Statintherapie arbeite, nicht vorhanden. Klar, wenn er ein so hohes Risiko hat, dass er, da gilt aber trotzdem halt die GBA-Richtlinie, auf diese 20% Ereignisrisiko kommt in den Risikokalkulatoren, dann gehört er auf jeden Fall auch in diese, in die Verordnungsfähigkeit zulasten der GKV. Also gegebenenfalls muss man, wenn er jetzt nur auf 18 oder 19% kommt, inquisitorisch nachfragen, ob man nicht über die Urgroßmutter irgendwo noch einen Risikofaktor findet, der den entscheidenden Wert erhöht. Aber letztendlich ist es genau das, ja. Also ich denke, wir müssen hier unterscheiden. In dem Fall ist der Score ja ein anderer als der, der bei der Arzneimittelverordnung gemeint ist, nämlich dieser Risikoscore von den 20% für ein Ereignis ist nicht in einen Topf zu werfen mit dem Score-Risiko, Höchstrisikopatient oder Hochrisikopatient mit dem Ziel LDL von kleiner 55 oder kleiner 70, der ja für die FH-Patienten, also auch ohne kardiovaskuläre Veränderungen gilt. Also das darf man nicht verwechseln. Eine Frage? Also ich wollte dazu sagen, in den europäischen Leitlinien sind in dem Score-System Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie ausdrücklich ausgeschlossen, weil die a priori schon ein hohes Risiko haben. Das ist gar keine Diskussion. Weitere Fragen? Im Chat noch irgendwelche Fragen? Ich sehe keine. Ah, noch eine? Ich hab noch eine Frage, und zwar die Situation ist ja so, dass auch die PCSK9-Hämmer eine negative Nutzenbewertung haben im GBA-Beschluss von 2015. Wahrscheinlich gab es zu dem Zeitpunkt noch keine vernünftigen Endpunktstudien, die sind inzwischen dazugekommen. Aber den Beschluss gibt es immer noch so. Wie ist die Systematik? Wann werden GBA-Beschlüsse wieder angepasst an die wissenschaftliche Evidenz? Also es ist in der Tat so, die alten GBA-Beschlüsse, und das waren dann mit Sicherheit auch die der PCSK9-Hämmer 2015, die hatten noch kein Gültigkeits- oder Verfalldatum, sodass die letztendlich so bestehen bleiben. Also da gibt es eigentlich dann eher die Möglichkeit, dass der Hersteller gegebenenfalls sagt, ich habe jetzt hier nochmal eine Studie aufgelegt und ich möchte dieses Bewertungsverfahren nochmal durchlaufen. Deswegen haben wir auch für die PCSK9-Hämmer in der Tat keine weitere Bewertung. Man kann halt nur positiv sehen, klar, der GBA bezieht sie jetzt für die Hochrisikopatienten mit der ausgeschöpften Therapieoption als zweckmäßige Vergleichstherapie ein. Also er sieht sie halt in der Therapielandschaft, aber unter den Verordnungseinschränkungen, die er damals in der Arzneimittelrichtlinie formuliert hat. In den neueren Urteilen oder Zusatznutzenbewertung ist es in der Tat so, dass er entweder eine Befristung macht, weil er sagt, da müssten erst nochmal Real-World-Daten nachgeliefert werden und dann würde man erneut bescheiden. Das sind dann manchmal so 2 Jahre Gültigkeitszeit. Aber wie gesagt, da wäre es dann so, dass dann nach diesen 2 Jahren der Hersteller wieder was vorlegen soll, damit überhaupt der Zusatznutzenbewertungsprozess nochmal anläuft. Da hat praktisch der GBA selber das Verfahren wieder eröffnet dann durch diese Fristsetzung. Aber das haben wir in den alten Beschlüssen nicht. Das heißt, die Beschlüsse bleiben so lange, bis letztendlich dann eher nicht der GBA, sondern dann eben der Hersteller sagt, ich habe jetzt unter Umständen so gute Daten, dass ich mich vielleicht auch von meinen Mitbewerbern so unterscheiden kann, dass ich da einen Zusatznutzen bekomme. Aber da habe ich bisher jetzt zumindest nicht mitbekommen, dass sowas in Ansatz angedacht worden ist. Weitere Fragen, Anmerkungen?
Dann hätte ich noch eine Frage an Sie. Ich habe letztens, wie wahrscheinlich viele Kollegen auch, ein Schreiben von einer namhaften Krankenkasse bekommen, in der behauptet wurde, dass das vorgesehene Verordnungsvolumen für PCSK9-Hämmer bei weitem überschritten wäre. Okay. Und dass ich doch bitte schön deswegen, wenn medizinisch vertretbar, mehr Bempedoinsäure verordnen soll. Ich denke, die Bempedoinsäure hat ihren Stellenwert. Ich verordne sie auch, ich verordne sie gerne, aber manchmal reicht sie mir halt einfach nicht aus, um den Patienten in den Zielbereich zu bekommen. Dann nehme ich den PCSK9-Inhibitor oder die siRNA-Therapie. Darf ich ja, wenn man das Kleingedruckte liest, auch machen in diesem Schreiben, was Sie sicher auch kennen. Aber was mich interessieren würde, stimmt es, dass das vorgesehene Verordnungsvolumen für PCSK9-Inhibitoren ausgeschöpft wurde? Weil ich habe da andere Informationen zu, aber die sind vielleicht veraltet. Sagen wir so, wir KV-seitig haben überhaupt kein Verordnungsvolumen für PCSK9-Inhibitoren. Wir haben ja auch extra nichts vereinbart, weil das ja ein XRW-Bereich ist. Der ist außerhalb der Richtwerte. Damit werden hier auch keine Therapiekosten berechnet. Wir nehmen zwar zur Kenntnis, wie sich eben die Verordnungsvolumina entwickeln, das kann ich Ihnen ja auch zeigen, aber es gibt hier keinen Grenzwert oder eben Richtwert, der überschritten werden kann. Es kann natürlich schon sein, dass es ein Verordnungsvolumen gibt, was die Kasse maximal bereit ist zu bezahlen oder was die nach ihrem Haushalt so eingebucht haben und dass der Wert überschritten ist. Das glaube ich, oder das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber es ist, wie gesagt, kein Wert, den wir im Rahmen unserer Arzneimittelvereinbarung oder Richtwertvereinbarung definiert hätten. Und in dem Schreiben, was Sie sagen, steht ja dann explizit dieser schöne Satz, wenn medizinisch vertretbar. Und das ist dann letztendlich genau auch die Bresche, in die Sie dann springen müssen und dann zu sagen, es ist für mich nicht medizinisch vertretbar, einen weniger potenten Lipidsenker zu verwenden, wenn ich die und die Risikostrukturierung bei meinem Patienten habe. Ja, das ist schon richtig, aber es wird, ja, ich habe. Ich glaube, ich weiß, worauf es sich bezieht. Okay, ja. Und zwar in den GBA-Beschlüssen wird immer eine Schätzung durchgeführt, wie viele Patienten werden das benötigen und was kostet das dann und ist der Preis dann vernünftig. Also diese Seite wird in dem GBA-Beschluss von 2015 auch erfasst. Ja. Möglicherweise bezieht sich die Kasse darauf. Das kann natürlich sein. Das ist so eine, wie Sie sagen, so eine prospektive Abschätzung für die jeweilige Therapieoption. Aber eben, das ist dann die GBA-Schätzung, wo dann gegebenenfalls auch den GKV-Spitzenverband Preisverhandlungen zugrunde liegt. Aber das ist eine Sache, die eben auf Bundesebene dann verhandelt und diskutiert wird, die dann eben zu einem entsprechenden Erstattungsbetrag führt, der dann letztendlich von den Apotheken berechnet wird. Aber es ist eben nichts, was zu dieser Indikation in unsere Richtwertvereinbarung eingeflossen ist, die dann letztendlich ja auch die Maßgabe wäre für eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Vielen Dank. Vielleicht hierzu noch eine kleine Anmerkung zu den Patientenzahlen. Das Unternehmen muss in dem Dossier, was es einreicht für die Nutzenbewertung, die Patientenzahl angeben, die er glaubt oder das Unternehmen glaubt, für die jeweilige Therapie eben in Frage kommen. Und das gucken sich die Kassen natürlich ganz genau an. Und das kann damit zusammenhängen, dass sie dann sagen, Moment, hier ist eine Übertherapie erfolgt, eine Verschreibung, die Patientenzahlen stimmen nicht mehr mit dem, was in dem Dossier angegeben wurde. Und dann kann es zu so einer Reaktion kommen. Okay, vielen Dank für die Zusatzinformation. Weitere Anmerkungen? Irgendwelche weiteren Fragen aus dem Chat? Liegen nicht vor. Ich denke, dann können wir nochmal ganz herzlich Danke sagen und uns freuen, dass Sie Zeit hatten. Und dann würden wir jetzt zur Diskussionsrunde überleiten. Da nochmal ein herzliches Dankeschön an euch beide, Martin und Kai, dass ihr gekommen seid. Und vielleicht können wir jetzt die Diskussionsrunde eröffnen. Die Diskussionsrunde kann verschiedene Elemente enthalten. Es sollte sicherlich auch darum gehen, zu diskutieren, wie können wir das Netzwerk jetzt weiter aufbauen, ausbauen, stärken und pflegen, sodass es eben auch nachhaltig ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und vielleicht auch nochmal besprechen, wie sind aktuell, wie ist der Status quo, die Patientenpfade. Und ich habe mir gedacht, wir fangen vielleicht einfach mal an so einem Fallbeispiel, was wir tagtäglich in unserer Praxis sehen, so eine Art Patient Journey, dass wir das mal gemeinsam auch in dem Gremium vielleicht durchgehen können,
Wie ist der Status quo? Wo hakt es vielleicht auch, um das als Anlass zu nehmen, was wir dann alles rausnehmen können aus dem neuen Netzwerk? Und ich denke, das ist dann auch ein Punkt, wo wir später nochmal Herrn Professor Weingärtner an Bord nehmen können und auch nochmal vielleicht seine Tipps und Erfahrungen kurz uns schildern kann, wie wir am besten auch vorankommen, dass es eben auch ein nachhaltiges, eine nachhaltige Initiative bleibt. Ja, also sagen wir einfach mal als Beispiel, ein Patient, 45 Jahre alt, mit einem Enstemi, der ins Krankenhaus kommt, hier nach Bruchsal. Und vielleicht, Martin, kannst du einfach mal erzählen, wie so der Standardablauf für diesen Patienten ist, auch dann mit Fokus auf die epidemiologische Abklärung bzw. Therapie. Das sind ja tatsächlich die täglichen Fallbeispiele, die wir in unserem klinischen Alltag so erleben. Ich muss sagen, wir haben da sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet hier vor Ort, vor allem in der Kooperation, Interaktion mit dir, Nicole, die Sensibilisierung hinsichtlich des Lipidstoffwechsels. Aber ganz klar, Stefan, das ist nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich umgesetzt wird. Da ist viel, viel Verbesserungspotenzial. Du hast das Thema Netzwerk, intersektorales Netzwerk. Ich denke, darauf müssen wir hinarbeiten, die Awareness schaffen für die Patienten, dass die genau wissen, wo ist jetzt meine nächste Anlaufstelle, wie geht es weiter, und vor allen Dingen dann auch die Adhärenz zum Patienten zu generieren, dass der Patient eben halt nicht verloren geht. Und ich glaube, das ist ja hier dann schon eine wunderbare Auftaktveranstaltung, der da sicherlich noch viele andere, vielleicht im ganz anderen Format, aber viele andere folgen sollten. Ja, ich überblicke ja sowohl den Sektor, die ambulante Medizin, als auch die stationäre Medizin. Ich denke, dass die Hausärzte hier eine ganz zentrale Rolle spielen. Ja. Also die Hausärzte, die haben den täglichen Umgang mit den Patienten, und die mit ins Boot zu nehmen, ist extrem wichtig, auch für die Adhärenz der Patienten. Wir sehen sowohl in der Praxis, wenn wir den Patienten im Rahmen von dem Disease-Manager-Programm häufiger sehen, dass die Zielwerte doch selten erreicht werden. Ich weiß nicht, wie es im Bruchsal ist. Wir bekommen auch nicht immer die Lipidwerte mit. Ich fordere sie immer wieder ein, um zu sehen, wo der Patient ist. Und es tut sich einiges. Das Problem, denke ich, ist schon stärker erkannt. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir, denke ich, auch die Hausärzte mitnehmen. Und ich fand es faszinierend, wie Jena es macht. Die gehen ja in die Vollen, ja, mit 80 Milligramm zusätzlich mit dem Ezetimibe. Bei 4 Tagen Aufenthalt in der Klinik, glaube ich, ist der stationäre Bereich hier eher in Schwierigkeit, das zu vermitteln. Ich denke, das ist ganz so, wie es hier jetzt angedacht wird, die Titrierung schon auch praktikabel ist, aber da ist noch viel zu tun. Und ich habe mir überlegt, vielleicht geht es mal irgendwann in den Weg, wie bei der Herzinsuffizienz, dass wir doch mit einer Kombination schon in der Klinik anfangen. Ja, das würde vielleicht auch helfen. Ja, vielen Dank. Vielleicht können wir noch mal was Meinungen, Impressionen aus dem hausärztlichen Bereich hören. Möchte da vielleicht jemand ein Statement abgeben, was er so denkt von so einer Initiative? Ja. Darf ich trotzdem? Also ich komme jetzt nicht aus dem hausärztlichen Bereich, aber ich muss Professor Weingärtner zustimmen. Herr Weinmann, Sie haben vollkommen recht. Auch die Vorgaben sind ja wirklich Stufentherapie. Aber wenn wir uns ja wirklich besinnen, was ein akuter Infarkt im Sinne der Inflammation darstellt, und wir wissen es alle letzten Endes schon aus unseren Studienzeiten, dass wir alle Risikofaktoren am besten zu diesem Zeitpunkt gesenkt haben sollten. Wir kennen die Huygens-Studie, die wunderbar gezeigt hat, und das ist ja das, was mir in den Fingern juckt, einfach PCSK9-Hämmer an den Kathetertisch zu kleben, das provokativ formuliert. Letzten Endes können wir nicht mit ein bisschen Statin, dann warten wir wieder 6 bis 8 Wochen, dann ECT-MIP. Es kommt natürlich immer auf das Ausgangs-LDL-Cholesterin drauf an. Ich glaube, das
sollten wir schon bedenken, weil ich glaube schon, dass wenn wir Patienten aus der Klinik, und das lässt sich ja umsetzen, es gibt ja klinikinterne SOPs, wo man sowas festhalten kann. Es funktioniert ja auch in den Kliniken einwandfrei. Es funktioniert in Heidelberg, es funktioniert in Ludwigshafen, es funktioniert in Mannheim. Letzten Endes kann man hochpotente Statin plus Ezetimib, wenn wir das ja einsetzen müssen, schon durchaus tun. Und wir sollten das tun. Ich rede nicht, dass wir sofort dann noch plus Bembe plus PCSK9, auch wenn ich, wie gesagt, das aufgrund der Huygens-Daten, was diese fibröse Kappa anbetrifft, schon gerne tun würde. Aber wir natürlich schon uns auch an gewisse Regularien halten müssen. Das sollten wir tun. Das glaube ich schon. Und ich glaube, dass Herr Professor Weingärtner das, was er auch gezeigt hat, und er wird das ja auch auf dem DGK zeigen, mit Jena auf Ziel, wunderbar zeigen konnte, dass das LDL auch somit sehr schnell und sehr effektiv, und der Patient weiß es ja dann auch und der sieht ja auch diesen Erfolg. Es ist ja wie jeder von uns, wenn wir doch etwas machen und wir kriegen doch ein positives Feedback, wenn der Patient jetzt nicht mit, ich übertreibe jetzt, das macht ja kein Klinik hoffentlich mehr, mit Simba 40 nach dem Infarkt rausgeht, dann sieht ja sein LDL von diesen paar Prozent und diesen Effekt, da denkt sich auch, ja, warum soll ich dann diese Tablette schlucken? Aber jetzt geben wir dem Rosuvastatin 20 plus Ezetimib und erreichen diese fast 70-prozentige Senkung. Und der Patient sieht das. Das ist ein Effekt. Das habe ich damals, als die PCSK9-Hämmer kamen, bei Patienten erlebt. Das war ein Wahnsinn. Mit was für einem Glänzen in die Augen, die in die Klinik kamen. Ich sagte, so schnell ging es noch nie. Frau Stach, gucken Sie mal. Ja, und das ist das, was wir, und also das ist meine Meinung dazu. Und wir brauchen die Hausärzte an unserer Seite. Deswegen sind ja diese Netzwerke auch enorm wichtig, auch wenn wir alle uns untereinander kennen. Aber natürlich ist der Hausarzt ja derjenige, der den Patienten ja tagtäglich mit betreut. Aber wir sollten Kombipräparat und am besten aus der Klinik ausgehend. Also Jena auf Ziel unterstreicht das eigentlich zu 100%. Vielen Dank, Xenia. Ich denke, wir müssen da ganz klar unterscheiden. Also ich gebe dir völlig recht, wenn die Patienten mit einem Ereignis aus der Klinik kommen, sollten sie schon hochdosiert oder können sie hochdosiert eingestellt nach Hause gehen mit dem Erfolg. Das stimmt alles, das stimme ich dir vollkommen zu. Wenn wir aber Patienten haben, die vielleicht auch noch in der Primärprävention sind oder die einfach zum Hausarzt kommen oder auch zu mir oder dir in die Sprechstunde, da bin ich durchaus ein Fan davon, langsam hochzutitrieren. Ja? Nicole, ich behalte es einfach. Nicole, ich gebe es dir recht. Das ist ja logisch. Primärprävention immer mit schön langsam und schön mit Gefühl. Das ist ja klar, das ist was anderes. Mir ging es ja wirklich nur um die, die im Krankenhaus auf dem Kathetertisch von Kardiologen landen. Die sollten tatsächlich, und das ist enorm wichtig. Aber die Primärpräventive ist klar, mit viel Liebe. Also ich meine, da ist ja eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Da gebe ich, also bin ich vollkommen bei dir. Gut, kommt von hier. Ich möchte auch nochmal darauf einhaken. Jetzt hat ein Patient einen Infarkt oder er wird dilatiert peripher, kann deutlich besser gehen. Der hat ein Erlebnis, ein negatives Erlebnis mit einem Herzinfarkt oder auch ein positives Erlebnis, dass die periphere Perfusion wieder besser ist. Der ist motiviert. Das heißt, er braucht das Erfolgserlebnis, die Lipide gehen runter. Ich denke, deswegen ist da wirklich die Intervention der Punkt, an dem er einsteigen muss. Sei es die ambulante Intervention oder die stationäre Intervention, ist ja völlig egal. Letztendlich seid ihr ja auch Katheter aktiv und seid im Prinzip ja dann genauso irgendwie dran. Ich denke, das ist der Augenblick, wo der Pass auf den Tisch muss und der Patient entsprechend die Medikamente an der Hand haben muss. Deswegen auch die Verordnung in der Klinik, zu sagen, so, damit fang jetzt an und dann kannst du das schon mal einnehmen. Nächste Woche holst du die nächste Verordnung beim Hausarzt ab und gib dabei den Entlassbrief bitte noch mit ab. Dann ist er drin. Aber der Schritt muss passieren. Wenn das nicht passiert, er geht nach Hause, der Hausarzt kriegt den Entlassbericht, eventuell noch zeitverzögert, was leider nicht vermeidbar ist immer, dann haben wir den Bruch und dann funktioniert es nicht mehr. Das ist die eine Woche, auf die es ankommt. Und das Tolle an dem Pass ist ja, und ich glaube, das ist ja auch der Effekt, wir können Ziele definieren, wir können sie festhalten und den Patienten vor die Nase halten. Und der Patient kann zum Hausarzt und sagen, hör mal, habe ich nicht erreicht. Und vor allem das Tolle ist ja, dass ja endlich auch LDL, dann hören wir hoffentlich auf, Gesamtcholesterin zu messen und messen dafür lieber das LDL. Ja, und das sieht der Patient ja auch. Und dann wird das funktionieren, da bin ich der festen Überzeugung. Sobald wir anfangen, und ich glaube, diese Stentpässe, ich weiß nicht, ich kenne das noch aus meinen ehemaligen Zeiten in der Kardiologie. Ich habe nie wieder den gleichen Patienten mit dem gleichen Pass gesehen. Jetzt mal ohne Witz, wozu gibt es die? Die verschwinden doch auch irgendwo, oder? Wir kleben die Stents, diese kleinen Kleberli mit auf diesen Pass. Dann hätten wir schon mal einen Pass weniger, ja.
Aber dieser Pass mit den definierten Zielwerten, der ist enorm wichtig. Und das muss man dem Patienten nicht nur in die Hand drücken, sondern auch sagen, hör mal zu, du bist jetzt ein Patient mit sehr hohem Risikoprofil, da sind deine Zielwerte und da musst du hin. Und zwar am besten innerhalb von 3 Monaten. Und dann wird das laufen. Da bin ich der festen Überzeugung. Also der Compliante und der Patient, der verstanden hat, der wird es machen. Definitiv. Was ich noch sagen wollte, das habe ich vorhin vergessen. Martin, du hast es ja auch erwähnt. Herr Vollmer hat ja einen wunderschönen Vortrag und vor allem das Polyvaskuläre. Sollten wir auch nicht anfangen, tatsächlich ein Patient, der jetzt mit einem Infarkt ins Krankenhaus kommt, sollte der nicht eine Schleife, wenn wir ja vom Netzwerk reden, zum Neurologen, was die CRVK anbetrifft, zum Angiologen, was die PRVK anbetrifft, an sich, ist ja, dass ich meine, wir wissen alle, dass jemand, der KHK hat, nicht zwingend eine PRVK haben muss und auch nicht zwingend jetzt Zerebralverkalkung haben müssen. Aber sollten wir nicht danach gucken? Ich glaube, das ist prinzipiell eine gute Idee. Alex, du hast... Oh, Entschuldigung. Ja, ich finde das auch sehr wichtig, diesen Punkt, auch gerade mit den Karotiden. Also ich schaue mir als Kardiologe auch bei jedem meiner Patienten wenigstens einmal im Leben die Karotis an. Wenn er halt nur geringe Sklerose hat, dann ist es ja für die nächsten Jahre bis Jahrzehnte geklärt. Aber ich denke, das sollten wir auch als Kardiologen tun, dass wir auf die Karotis schauen. Ganz wichtiger Punkt. Das Problem ist natürlich auch die Verfügbarkeit von Facharztterminen. Das muss man schon sagen, dass da das ein erheblicher limitierender Faktor ist, jetzt einen Patienten zum Screening, zum Facharzt zu schicken, zum Neurologen, zum Angiologen. Das ist nicht ganz einfach. Oder umgekehrt, alle angiologischen Patienten oder alle neurologischen Patienten mit Gefäßproblemen zum Kardiologen, ist schwierig. Die Idee ist gut. Der Weg ist das Ziel, denke ich, wie bei vielen. Und das ist vielleicht auch ein gutes, schon fast Schlusswort für den heutigen Abend. Ja. Ich muss noch mal. Also, was wir nicht vergessen dürfen, Lipoprotein klein A, wenn wir das bestimmen, sollten wir aber auch bitte, bitte zum Kardiologen schicken. Es ist mit einer Aortenklappensklerose assoziiert. Das ist wichtig. Das müssen wir aber auch dann tun. Es reicht nicht, wenn wir es bestimmen und sagen, es ist erhöht und dann so, naja. Ja, wir können es nicht therapieren, ist egal. Das sollten wir bitte nicht machen. Also ich gebe Ihnen recht, die Termine sind ja wirklich eine Rarität, aber vielleicht, ich weiß nicht, es muss ja nicht morgen passieren, aber ich denke immer, träumen darf man, Hoffmann darf man auch, weil ansonsten passiert ja nichts. Ja, und wie gesagt, beim Lipoprotein klein A, bitte, bitte zum Kardiologen, was die Aortenklappensklerose anbetrifft, das ist wichtig. Und aus meiner Sicht wirklich einmal die Schleife durch alle hinweg. Muss nicht in einem Monat passieren. Sage ich nichts mehr. Noch ein kleiner Kommentar, Xenia. Dieser Punkt mit der Schleife, das ist genau auch das, was Professor Hart gesagt hat. Es ist wirklich der Facharztstandard. Das, was wir jetzt momentan machen und was sehr viel Aufwand bedeutet hat in der Klinik, dass jeder Patient, der jetzt mit dem Infarkt reinkommt oder einen Nachweis einer koronaren Herzerkrankung, dass wir wenigstens eine ABI-Messung machen, damit der Kollege Vollmer natürlich dann noch ein bisschen mehr zu tun hat. Aber das ist wenigstens eine Kleinigkeit, die in die richtige Richtung geht. Und Lipoprotein klein a, ja, es ist schön, dass es eine Renaissance feiert. Es gibt ja da auch jetzt mittlerweile die ersten guten Daten, die ersten guten medikamentösen Ansätze. Da bin ich sehr gespannt, was da noch in Zukunft kommen wird. Kommen aus Pforzheim noch Anmerkungen, Kommentare? Keine? Sonst noch aus dem Publikum? Ah, hier kommt noch eine Frage. Also eine Sache wäre noch für die Klinik wichtig, diese Idee von Jena aufzugreifen, also mit einem hochdosierten Atorvastatin, wenn ihr nichts anderes habt, zu beginnen. Also ich glaube, 40 Milligramm ist auch schon eine sehr gute Dosis. Wird auch besser vertragen. Und wenn er da eine SOP macht, dass man nicht mit 10 Milligramm rummacht, sondern wirklich jeder Infarktpatient bekommt 40 Milligramm Atorvastatin, das wäre schon super. Ja, wunderbar. Also ich denke mal erstmal vielen Dank für die Beiträge hier. Es war eine produktive Diskussion, wie ich glaube. Können wir noch mal nach Jena zu Herrn Weingartner schalten? Ist er noch vor Ort? Ja, er ist vor Ort. Herr Professor Weingärtner, kommen Sie mit Bild dazu? Ja, ich habe es wunderbar
gehört. Ich fand es eine ganz tolle Diskussion, die Sie da geführt haben. Und ja, kann Sie nur bestärken, das so zu machen, wie wir das gemacht haben, früh mit der Kombinationstherapie anzufangen, weil wir da einfach wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube auch, dass sich das früher oder später in der Leitlinie umsetzen wird, weil ein Deeskalieren ist einfach viel, viel leichter als ein Eskalieren. Und es ist für die Patienten, die wirklich sehen, wie der Erfolg ist, auch viel, viel einfacher, wenn man mit einer hohen Therapie anfängt und dann, wenn man merkt, man geht sogar über das Ziel hinaus, dann zu deeskalieren. Also insofern, ich glaube, der Approach ist richtig und ich finde es toll, dass Sie mit dabei sind. Super, dann vielen Dank nach Jena und schönen Abend noch, Herr Professor Weingärtner. Ich würde sagen, wir müssen auch langsam die Session schließen. Ich möchte das mit einer wichtigen Bemerkung auch machen, dass es eben auch eine Initialveranstaltung jetzt war. Und unser Ziel schon auch ist, dass wir uns auch, ich denke, in diesem Jahr, vielleicht im Spätjahr, nochmal treffen und dass auch alle eingeladen sind, die sich gerne an diesem Netzwerk beteiligen wollen, sich zu melden bei uns, sodass sie inkludiert werden und dass wir gemeinsam dann eben was aufbauen können. Sowohl diejenigen, die hier dankenswerterweise heute auch in Präsenz erschienen sind, wie auch alle Online-Teilnehmer. Wir sind da, glaube ich, alle gut erreichbar und können so eben den Faden weiterspinnen, sodass sich aus diesem kleinen Pflänzchen eben auch ein starker Baum entwickeln kann. Ich glaube, es ist dann auch an der Zeit, nochmal zu danken, nochmal an die Sponsoren, dass sie es ermöglicht haben, diese wichtige Veranstaltung heute hier laufen lassen zu können. Und ich möchte mich auch nochmal bei der DGFF ganz besonders bei Frau Löhlein bedanken, die wirklich wahnsinnig viel Initiative ergriffen hat und Einsatz gezeigt hat, damit das überhaupt laufen konnte. Vielen Dank, Frau Löhlein. Kurzes Wort zu den Patientenpässen sagen. Wir lassen sie drucken und warten eigentlich darauf, dass Sie uns auch eine Nachricht geben, wie viel Auflage möchten Sie denn gerne. Das heißt, wenn Sie Patientenpässe einsetzen möchten, schreiben Sie es draußen einfach. Ich habe einen Blog hingelegt. Wenn Sie möchten, schreiben Sie es auf. Aber wir haben ja auch alle Ihre Kontaktdaten. Wir schreiben Sie auch nochmal an. Also wenn Sie jetzt lieber ins Gespräch und nochmal kurz ans Buffet gehen möchten und nicht den Patientenpass eintragen, dann macht das auch nichts. Wir schreiben Sie nochmal an dazu. Und natürlich auch alle, die online dabei sind. Darf man nicht vergessen, wenn man hier im Raum sitzt, passiert das so schnell. Entschuldigung. Wir haben ja alle Ihre E-Mail-Adressen. Das heißt, ich schreibe Sie nochmal an. Und wenn Sie Pässe einsetzen möchten, dann antworten Sie uns und wir schicken es Ihnen zu. Und herzlichen Dank. Ich fand die Veranstaltung toll, sehr lebhaft. Und ich freue mich, dass Sie in die Diskussion kommen untereinander und wünsche Ihnen viel Erfolg fürs Netzwerken. Ja, und damit auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die hier ausgeharrt haben, an alle, die zu Hause ausgeharrt haben und die Diskussion und die Vorträge verfolgt haben. Und ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Noch ein Dankeschön an die Technik für die reibungslose Durchführung der Veranstaltung. Und jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und setzen Sie vielleicht das um, was wir heute besprochen haben. Tschüss. Thank you.